Moin und herzlich willkommen zu Hardcore Colonization und wie der Titel schon sagt, ein Neustart. Dazu komme ich aber gleich. Jetzt erstmal ein ganz liebes Hallo an alle, die schon da sind. Und das ist eine längere Liste, ihr wart schon ganz aktiv im Chat, deshalb muss ich mich da jetzt schnell mal drüber lesen. Und zwar Moin Mickey, Moin Markus, Moin Crazy, Moin Kales und Scharabel Pablone, der Neo Kerman, Mikromarie, Time Travel und Ostseekabeljau. Moin auch an euch. Valkyas Ghoststalker, der Brady, der Snake, Sunnyprut, Pryos, Antrax, Lord Grimmisch, Hallihallo, grüßt euch alle und ich hoffe, wir haben es bald. Juster ist auch schon da, der Jungs ist da, der Blutvogt ist da, der Ibok ist da und der Iox und Gaming XP und ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt und jetzt muss ich mal genau da von ganz vorne anfangen, nämlich hier einmal umschalten. Ganz liebes Dankeschön an den Antrax für den Resub im 21. Monat und den Pryos für den 8. Monat, gerade eben Dankeschön. Den Follow vom Blutvogt auch an dich. Vielen lieben Dank und ganz herzlich willkommen bei den Kobonauten. Gutes Timing. Und Scharabel, Pablone und Mikromarie haben Bits dagelassen. Einmal der Scharabel satte 1000 Stück. Vielen lieben Dank. Und Mikromarie hat auch nochmal 20 hinterhergeschmissen. Mit den Worten Neustart. Und das ist so ein bisschen genau das Motto von heute. Ich habe mir endlich mal die Zeit genommen zu gucken, wie es denn eigentlich aussieht, wie wir mit dem Modpack vorwärts kommen. Viel Spaß und Zeit in, also nicht Spaß, aber Zeit vor allen Dingen, in so umeditierende Savegames auch gesteckt, weil die Mods tatsächlich alles zerbrechen. Hat immer noch ein paar Folgeschäden an den Vessels und das Savegame ist de facto zeitlich unspielbar dadurch. Alle Ladezeiten, wenn ich irgendwie in die Tracking Station reingehe, wenn ich einen Switch-Vessel mache und so weiter, sind mindestens zwei, teilweise an die 4 Minuten hoch für einmal umswitchen. Jedes Mal, wenn man irgendwo hingeht. Das funktioniert nur sehr eingeschränkt gut. Deshalb hatte ich mit einem At Everyone im Discord eine Umfrage gestartet, wie ihr das eigentlich seht. Wollen wir Hardcore Colonization mit dem Stand, wo wir sind, einfrieren auf der 145? Oder wollen wir einfach einen sauberen Cut ziehen, das Modpack auf die 172 hochheben mit beiden DLCs und von vorne anfangen, um diese Probleme, nicht mehr zu haben? Da kam eine ziemlich krass deutliche Antwort mit 80% für, dann mach doch einen Neustart. Auch bei vielen, also das letzte Mal, als ich geguckt hatte, waren es über 40 Stimmen. Das war ein bisschen überraschend für mich. Und ich habe dann drüber nachgedacht, was mache ich jetzt mit dem Ergebnis? Machen wir jetzt noch irgendwas fertig in der 1.4er-Version oder wie gehe ich damit um? Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und wir fangen einfach frisch an auf einem sauberen Setup. Ihr habt die Möglichkeit, dann über eure Loyalty Points, also die Kerbal-Dollars, eure Kerbals mit reinzubringen. Und damit fangen wir heute an. Wir machen heute eine neue Karriere. Ich habe viel gelernt über das Mod-Setup. Also ich hoffe, ich komme diesmal ein bisschen schneller vorwärts und wir müssen ein paar Sachen nicht tausendmal ausprobieren. Und ihr dürft über die Kerbal Dollars natürlich dann auch eure Kerbals mit reinbringen. So, und Ibok, schöner Ansatz. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen mit dem DLC nicht claimen. Dadurch, dass du das nicht geclaimt hast bei Geet, scheint bei Geet jetzt einfach jemand nachgerückt zu sein auf deinem Gewinnerplatz. Denjenigen habe ich auch schon angeschrieben. Das heißt, das scheint automatisch zu funktionieren. Und das heißt, lass uns nochmal im Chat schreiben. Ich glaube, es hat von ganz alleine funktioniert in der Ergebnisliste, einfach weil du deinen Preis nicht geclaimed hast, ist dann einfach Position 6 nachgerutscht, wie es ausschaut. So, Sir Lappen, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommentaren. Nein, das ist ein genau, das kommt davon, wenn man so gut hinguckt. Vielen lieben Dank für den Sub und viel Spaß mit den Emotes. Aber du hast bestimmt auch ein Follow da gelassen. Wenn nicht, lässt du das früher oder später auch noch da und dann habe ich schon Danke gesagt. Well. Ich trinke vielleicht lieber mal einen Schluck. Zu viel geredet. Ja, crazy. Ja, ein bisschen low-performing heute bei mir.
So, moin Etienne, moin Tunder, moin Dralu, auch lange nicht gesehen. Wir sehen uns immer in anderen Streams, nie in meinem. Aber schön, dass du mal hier bist. Und Tunder hat es schon aufgerufen, mit Ausrufezeichen Seekern kriegt er das Mod-File. Das ist auch schon geupdatet. Die gute Nachricht ist, ich habe ein paar Sachen anpassen können. Und zwar sind die Colony Suits und, also die Colonization Class Suits und die Skybox sind jetzt Teil des Mod-Packs. Die muss man nicht mehr händisch nachfrickeln. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier seht, bis auf die Flagge, die habe ich vom Neo gekriegt, aber die kann er euch gerne im Chat geben, wenn ihr die Flagge auch benutzen möchtet. Alles, was ihr im Spiel sonst seht, ist aus dem Seekern-File. Also es gibt hier nichts händisch nachgefriemeltes, okay? So, wir machen jetzt ein neues Spiel, also es ist alles wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Und ich hatte überlegt, ich hatte auch beim letzten Hardcore Colonization mich an ein paar Stellen dagegen entschieden. Es zu hart zu machen, aber es ist ein Hardcore-Game, deshalb werde ich diesmal ein bisschen härter gegen mich selbst durchgreifen. Und vielen lieben Dank, Ghost Stalker, für dein Abo und auch dir ganz viel Spaß mit den Emotes und natürlich weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Okay, also wir werden diesmal ein bisschen härter an die Nummer rangehen. Ich werde ein paar schwierige Optionen einstellen und natürlich gucken, dass ich das dann trotzdem auf die Kette kriege. Ihr Verrückten, lasst mich doch mal reden. Oder wollt ihr gar nicht, dass ich rede? Wer weiß, vielen lieben Dank auch an dich, Iborg, für den 9. Monat. Damit ist der das Twitch-Baby ist voll. Kannst dir schon mal einen Namen überlegen. So, das wird unsere Hardcore Colonization Reloaded. So, langsam kommen wir, glaube ich, hier an das Ende der Möglichkeiten. Coole Fleck ist auch schon drin. Wie wär's mit HKK im RSS? Ja, genau, weil ich so weit gekommen bin bei RSS. Ist für das Seekern wieder irgendeine wichtige Einstellung nötig? Eingestellt ist Kompatibilität mit 1.7 und 1.6, weil ab dort sich das Mod-Interface nicht mehr geändert hat, also für KSP-Mods. Also eingestellt ist Kompatibilität zu 1.6 und 1.7. Dann bekommt ihr exakt alle Mods zugewiesen. So, was machen wir daraus? Wir machen ein Hardgame als Grundlage. Das heißt, was raus ist, kein Revert Flights, kein Quick Loading. Wer Dode ist, wird nicht gerespawnt. Kein Auto-Hire. Wir brauchen Entry Purchase on Research. Das heißt, wenn wir Sachen erforscht haben, müssen wir sie auch noch kaufen. Die Facilities sind natürlich zerstörbar. Die Stock Vessels sind raus. Wir haben also nichts anderes mit drin. Allow other launch sites. Das könnte man eigentlich fast machen. Ist aber eigentlich auch egal. Wir starten eh mal vom KSC. Von daher ist das total egal. Re-Entry Heating ist bei 100%. Resource Abundance. Weiß gar nicht, was er damit sagen möchte. Wahrscheinlich, wie die Ressourcen verteilt sind oder wie viel Ressourcen da sind an den Stellen, wo man dann was findet. Bis bei 50%. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wer tot ist, bleibt tot. Wer tot ist, kann nicht sterben. Oder wie ist das? Karzit, vielen lieben Dank für dein Abo. 14. Monat auch schon. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Com-Network benutzen wir natürlich. Wir starten mit 10.000 Funds. Wir starten ohne Science, ohne Reputation. Wir kriegen nur 60% Science, nur 60% Funds, nur 60% Reputation. Wenn wir Strafen zahlen, zahlen wir 200% Funds-Penalties. Reputations-Penalties sind auch bei 200%. Und wenn wir das ablehnen, gibt es 3 Penalty Points dafür. So, in den Advanced Setups, es gibt Kerbal Experience, was eine gute Sache ist. Kerbals leveln nicht automatisch ab. Wir dürfen negative Funds und Signs haben, also es kann abgezogen werden. Part Pressure Limits, Part GeForce Limits lasse ich raus. Kerbal GeForce Limits, also wir gehen jetzt auf Custom rüber. Ich mache es aber nur schwerer zu eurer Beruhigung. Kerbal GeForce Limits nehmen wir mit rein. Resource Transfers folgen den CrossFit Rules, jawohl. Always allow Action Groups. Nein, die muss man sich freischalten. Achso. Always available. Nee, muss man sich freischalten erst. Part Upgrades. Yep. Require Signal for Control. Das nehme ich noch mit rein. Also, das heißt, wir können nicht einfach SRS benutzen, wenn wir keine Funkkontrolle über einen
Wenn wir über keine Funkkontrolle von einem Satelliten verfügen, können wir nicht einfach sagen, aber die normalen Manöver wie Prograde und Retrograde, also was das SAS anbietet, das geht noch. Nein, wir haben gar keine Kontrolle mehr. Wir haben Plasma-Blackout auf jeden Fall auch. Wenn wir durch die Atmosphäre durchgehen, in dem Moment, wo das so schön brutzelt, dann ist halt auch Funk weg. Range Modifier lassen wir alles so. Extra Ground Stations lassen wir auch drin. Ich mag das, dass es nicht mehr nur eine gibt, gerade wenn wir sagen, wir bauen ein Funknetzwerk auf und das ist verpflichtend, dann wäre es ganz cool, gerade für den Anfang mehrere Ground Stations zu haben. Tundra, ja, das kannst du sehen. Irgendwo in deinem Profil kannst du sehen, welche Abos die hast und bis wann die laufen. Da gibt es eine Übersicht. Also irgendwo oben auf den Mannequin klicken und dann gibt es einen Menüpunkt, der heißt Abos, meine ich. Ja, sehr gerne für die Erklärung der Einstellungen. Marie, ich habe gedacht, wenn wir schon mal neu anfangen, dann erkläre ich auch mal, warum ich die Sachen so mache. So, der Contract Configurator, ich nehme alles mit rein. Also ich will natürlich auch Base Station und Tourism Contracts haben. Die sind aus irgendeinem Grund deaktiviert hier. Ansonsten lasse ich das alles so, wie es ist. Hide Empty Tech Tree Nodes. Ich werde wieder mit einem versteckten Tech Tree arbeiten. Ihr dürft euch den natürlich in eurem Mod-Setups gerne angucken. Also ich verstecke die unresearchable Nodes. Ich sehe Science Nodes dann immer erst, wenn sie für mich in Reichweite geraten. Hide Empty Nodes ist einfach, es gibt im Community Tech Tree natürlich, wenn ich gewisse Mods nicht benutze, manchmal leere Science Nodes und die werden dann einfach versteckt. Modulation heilen. Edits the field. Enable to use the hide empty field of RD node modules when hiding empty nodes. Dieser Satz ergibt für mich keinen Sinn, aber ich lasse ihn auch einfach aus, weil ich das letzte Mal auch nicht drin hatte. Ich habe keine Ahnung, was er mir sagen möchte. Colonization. Wir wollen Machinery konsumieren. Ich würde sagen, wir erlauben, das finde ich eigentlich ganz cool, in den Rescue Contracts kann man erlauben, dass die nicht nur Piloten, Wissenschaftler oder Ingenieure sind, die ich rette, sondern ich kann erlauben, dass das eben auch Kolonisten, Quartermaster oder sowas sind. Das schalte ich ein, weil ich das eigentlich witzig finde beim Retten, wenn es unterschiedliche Sachen sind. Genau, den lassen wir einfach so swappable converters. Das wäre jetzt tatsächlich eine Sache aufgrund des Tipps von Avabok, die würde ich mit rübernehmen in das neue Safe Game. Und zwar, weil ich jetzt gelernt habe, durch das Upgraden dieser Geschichten brauche ich jedes Mal wieder die Möglichkeit, das zurückzustellen. Würde ich das swappable converters Ding, dass das Ressourcen kostet, das würde ich ausmachen, damit ich halt nach einem Upgrade die Converter wieder zurückstellen kann. Weil das bisher die einzigen Anwendungsfälle waren in 2 Jahren Hardcore Colonization, in denen ich es gebraucht hätte. Und das war halt echt mies, weil es unverschuldet war. So, und Surface Experiment Packs. Bei mir werden 39 Mods angezeigt. Stimmt das? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich halte es für etwas wenig. Es müssten eher um die 50 sein, aber ich gehe gleich mal nachgucken. So, Surface Experiment Packs. Alles ist gut und accept. Shit, ich kann es hier nicht sehen. Müssen wir ein andermal drauf achten. Ich würde jetzt ungern wieder draus zurückgehen. So, gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ein Custom-Ding, aber das ist halt eine Hard-Karriere und die ist relativ gut nochmal aufgepeppt mit verschiedensten Dingen, die sehr unangenehm sind. Und der liebe Neo hat mich darauf hingewiesen, dass ich vielleicht nochmal die frohe Kunde der Klimaanlage bekannt geben soll, nicht bereitgeben. Was ist denn mit der Synapse heute kaputt, auf der ich sprechen will? Genau, ich habe schon mal vorweggegriffen und habe, da es relativ warm wurde, die Klimaanlage schon mal beschafft. Die steht da drüben auch schon. Ich habe sie noch nicht fertig ans Fenster angeschlossen. Ich habe nur kurz einen Funktionstest durchgeführt. Heute ging es auch noch von den Temperaturen. Das heißt, wir sind für den Sommer gewappnet hier unterm Dach und ich muss nicht auf allen Vieren durch die Hitze kriechen und wie letzten Sommer Streams absagen, sondern es sollte diesmal klappen. Ground Science Mod funktioniert nicht unter 1.7.1. Das kann natürlich sein, aber da Ground Science ja jetzt Stock mit dabei ist, tada, interessiert es uns ja gar nicht mehr, dass die SCPs nicht mehr gehen. Gegebenenfalls können wir sie dann deinstallieren. Gibt es heute noch andere Bekanntmachungen? Ich habe schon alles bekannt gemacht, Wöller. Ich habe doch schon alles erzählt. Wir spielen zusammen KSP. So. Apropos Spielen und KSP.
Genau, was auch noch mit drin ist, wir werden heute wieder mit Final Frontier hier ein bisschen eine Grundlage setzen, dass eure Kerbals dann mit der Zeit auch ihre Badges sammeln können. Das ist mir mal irgendeinem Update in Hardcore Colonization kaputt gegangen. Nee, du bist nicht zu spät. Ich hatte in deinem Chat ja geschrieben und neue Aussagen tätige ich nicht mehr. Soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Okay, wir fangen ganz vorne an und machen die alten Klassiker. Wir werden uns heute, wie gesagt, erstmal hocharbeiten zu Raumfahrt, denke ich mal. Das wird ziemlich anspruchsvoll, allein schon dadurch, dass wir die ganzen Sachen halt jetzt erstmal gerade ziehen müssen und jedes Part einzeln freischalten. Wir werden da also sehr picky sein. Ist alles sehr, sehr teuer. Ich erinnere mich noch mit Grauen an den Start damals bei Hardcore Kerbal, weil das echt ein teurer Spaß ist. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Was wir machen ist First Vessel auf jeden Fall und Scientific Data from Kerbin. Das sind unsere klassischen Startverträge. Und ansonsten, wir können nicht so viel machen am Anfang. Ich werde dafür als erstes das Launchpad zu zerstören. Ja, das ist wie immer eine gute Maßnahme. Ansonsten, ihr seht, wir haben hier eine ganz gute Auswahl an Kategorien, die uns so im Laufe des Spiels zur Verfügung stehen werden. Von bis. Wir fangen jetzt aber sehr basismäßig an. Und zwar machen wir uns die ganz klassische erste Forschungsrakete mit unseren kleinen Flösschen dran. Und dann werden wir da den ersten Körbel mit in die Luft jagen. Also im positiven Sinne in die Luft jagen. Und uns dann mit den Forschungspunkten mal vorbereiten auf etwas, wie soll ich das formulieren, gehobenere wissenschaftliche Unternehmung. Fallschirm oben drauf und Wissenschaft seitlich ran. Ach, da fällt mir was ein. Guckt, wir haben frisch angefangen. Dann können wir direkt mal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ist schon auf Partless, oder? Ich glaube, Partless ist ausgewählt. Ich glaube, das ist okay. Wir werden es gleich sehen. Sehr schön. Okay, war schon sauber eingestellt. Ich glaube, es war schon sauber eingestellt. Sagen wir es mal so. Und Arnold, vielen lieben Dank für den Resub im 17. Monat. Dankeschön. Zack. Huch. Man muss sich seine Körbel mit Körbeldollen kaufen. Genau. Die Umstellung hatten wir ja schon mit dem alten Spielstand, dass es keine Liste mehr gibt, sondern sich einfach, also mit den Körbeldollar, die ihr hier im Stream durch Gucken erwerben könnt, könnt ihr euch dann Körbels kaufen. Ich glaube, ein Körbel lag bei 1000 Dollar. Damit könnt ihr dann euren eigenen Körbel einkaufen und im Spiel verwenden, beziehungsweise im Spiel herumfliegen sehen. So viel verwendet ihr den ja nicht. Ich verwende den dann eventuell oder die. So, sehr schön. Ich glaube, damit sind wir komplett für den ersten Flug. Ich denke mal, das machen wir mit. Nee, heute, Freunde, wir fliegen heute mit Valentina. Warum fliegen wir heute mit Valentina? Heute ist der Jahrestag von Valentina. Warte mal. Unlock Position and Size. Zack. Kann ich das irgendwie hinter meinem Kopf verstecken? Ja. Sehr schön. Heute vor. Ich hatte es heute schon klug geschissen und habe es wieder vergessen. 56 Jahren. Heute vor 56 Jahren müsste es gewesen sein. War nämlich der Raumflug von Valentina Tereshkova als erste Frau im Weltall und bis heute, soweit ich weiß, die einzige Frau, die jemals alleine im Weltall war. Deshalb machen wir das dann natürlich ordnungsgemäß heute, dass Valentina den ersten Flug hier heute bekommt und dann auch den ersten Raumflug macht. Wir machen das heute, wenn wir schon an so einem bedeutsamen Tag die Serie neu starten, dann muss natürlich auch Valentina ran. Ich hoffe, ich bringe sie nicht direkt um, aber ich gebe mir ganz viel Mühe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. Da gibt es jetzt nicht so viel zu tun. Wir machen ein bisschen Wissenschaftspunkte, dann fliegen wir ein Stück, dann landen wir wieder und dann Tranquility Base here. The Eagle has landed. machen wir wieder Wissenschaftspunkte. So. So viel passiert. So viel passiert. Arnold, vielen lieben Dank für den Resub. 17. Monat. Der 250 Gramm Zucker. Oder die 250 Gramm Zucker? Bist du eine der oder eine die? 250 Gramm Zucker. Vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kokonauten. Und Brady, vielen lieben Dank für den Resub. 2. Monat. Dankeschön. Und
weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken euch allen. Oh nein, wenn ich heute Valentina umbringe, ja, das wäre ganz fürchterlich, oder? Das wäre ganz, ganz fürchterlich. Nee, ich gebe mir natürlich Mühe. Oh, hat sie nicht die Haare schön? Ist das nicht super? Ich hatte heute so ein... Wie nennt man sowas? Seitenscheitel? Nennt man das so? Ein Pony auf jeden Fall. So, wir machen als erstes mal einen Crew Report. Zack. Dann machen wir ein Observe Mystery Goo hier unten auf dem Boden. Zack, dann machen wir eine EVA. Ich glaube noch nicht, dass sie die richtigen Anzüge anhat. Ich glaube, das ist noch nicht korrekt eingestellt. Das müssen wir gleich mal gerade ziehen nach dem ersten Flug. Wir machen einen EVA-Report. Wir nehmen die Daten aus dem Container und wir nehmen die Daten hier draus. Und dann steigen wir wieder ein. Damit sind wir nämlich vorbereitet für den für den nächsten Flug. Wie funktioniert die Modliste? Die Modliste ist im Prinzip eine Textdatei, die auf .ccan endet. Und wenn du ccan installiert hast, kannst du mit Datei installieren aus einer Install from ccan File oder so. Und damit kannst du dann die Datei auswählen und diese Modliste zieht er dann quasi an aus CKBA. So funktioniert das. Oh, das von Haaren, keine Ahnung. Nee, von Frisuren habe ich vor allen Dingen keine Ahnung. Von Frisuren habe ich keine Ahnung. Der Einzige, der von Haaren keine Ahnung hat, ist Nils. Was? Und los? Und los. Oh Gott, ich habe allerdings vergessen. Alles ist neu. Was fliegt noch? Es fliegt noch immer. Zack. Mystery Goo. Zack. Report. Zack. So. Kann man eine seitliche Bewegung erzwingen? Mit der Bude? Ah, oh, wir fliegen seitlich. Ist cool. Geht. Kann man machen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mir hier nicht direkt den Strom leer mache. So. Jetzt gleich mal, sobald wir noch in einem halbwegs zivilen Rahmen von Geschwindigkeit sind, werde ich den Fallschirm schon mal deployen, dass wir gar nicht erst zu schnell werden. So, du. Mehr Wobble and Turns in der neuen Version. Das mag sein. So, ich glaube, ich mache jetzt schon mal auf. Dann ist das nämlich schon mal erledigt. Ich weiß nicht, wie schnell wir werden mit dem dicken Tank dran. Oder dem leergebrannten Booster trifft es ja eher. Und ich möchte nicht, dass. Also ich möchte wirklich auf Nummer sicher gehen, dass Valentina hier nicht irgendwie das Zeitliche segnet. Okay, überschaubare Gehbelastung. Und jetzt wird sie auch langsamer. Das sieht gut aus. Ich glaube, unseren ersten Flug haben wir hinbekommen. Und ich glaube, wir schaffen sogar einen Splashdown, oder? Ja, wir schaffen es, ins Meer zu fallen. Schön. Diese Seitenbewegung hat doch noch was gebracht. Aber jetzt sinken sie wieder. Wir sind alle ganz beruhigt. Es sieht gut aus für Valentina. Es sieht gut aus. Auch wenn sie vor lauter Aufregung den falschen Anzug angezogen hat. Das müssen wir gleich einmal gerade ziehen. Das stimmt ja so nicht. Schlicht und ergreifend. Dreh dich und geh auf, geh auf. Alter. Alter. Der war aber sportlich eingestellt. Da waren noch 60 Meter Platz, als der offen war. Alles ist gut. Eieieiei. Hoppala. Blub. Eieieiei, da hatte ich kurz ein bisschen Herzpochen. Das wäre natürlich ein super Start gewesen. Eieieiei. So, take all the data. EVA Report, jawohl. Zack. Und dann gehen wir wieder rein und können nochmal einen Crew Report machen. So, mehr kriegen wir da jetzt, glaube ich, erstmal nicht rausgekratzt im ersten Flug. Leben am Limit. Ja, den nächsten Fallschirm stellen wir vielleicht mal mit ein bisschen mehr Puffer ein. Das war, beziehungsweise ich müsste eigentlich beim nächsten Flug schon Decoupler haben. Da sollten auch ein paar Dinge etwas entspannter funktionieren.
Moin, Verwalter Walter. Und moin an alle, die ich zwischendurch noch übersehen habe, gegebenenfalls. Zicken genutzt, installiert und es ist nicht zwischendrin abgeraucht. Ja, meins hat auch für erschreckend gut funktioniert. So, und Valentina hat ein paar Badges und ein paar Ribbons verdient. Sie hat mehr als 10 Science Points reingebracht. Es Kerbin Waters. Ach, dass sie die EVA gemacht hat. Okay, Splashdown. First Landing on Kerbin. GeForce 7 Ribbon. Oh, sie hat 7G für mehr als 3 Sekunden durchgehalten. Alles klar. Altitude Record Ribbon. Also sie hat 1000 Meter und 100 Meter Speed Record Ribbon. Okay, cool. Also das können wir auch immer später nachvollziehen hier, wer welche Auszeichnungen schon erhalten hat. Sehr, sehr gut. Na, das haben wir doch eigentlich insgesamt relativ entspannt hinbekommen. Damit können wir uns jetzt gleich auch unsere ersten Sachen kaufen. Ich überlege nur gerade, hier können wir die einstellen, ne? Ja, da müssen wir einmal kurz einstellen. Also, Piloten bekommen natürlich Pilotenanzüge. Engineers bekommen Engineeranzüge. Scientists, guess what? Richtig. Scientists-Anzüge. Touristen sind auch irgendwo da hinten, vermute ich mal. Touristin, hi Microfish und vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Wir weisen hier gerade noch. Ich glaube, ich bin am Kolonisten einfach vorbei, oder? Ja. Wir weisen hier gerade noch die passenden Raumanzüge zu, dass wir dann immer die richtige Farbkodierung haben. Was machen wir hier gerade? Technician, ne? Ja. Weil das ist ja einmal gemacht, aber dann passt das auch. Und dann können wir uns auch dran gewöhnen. Das war jetzt der Mechanik, Biologe ist natürlich ganz vorne. Das ist witzig, weil die hier sind sie nicht nach Alphabet sortiert. Hier drin scheinen sie nach Alphabet sortiert zu sein. Ganz, ganz eigenartig. Medic. Quartermaster. Zack. Und wir werden das so handhaben mit den Punkten. Wenn ich so Kerbals rette oder neu anstelle, dann dürft ihr dann eure Punkte zünden, um zu sagen, ich gebe diesem Kerbal einen Namen. Aber das bleibt dann halt ein Ingenieur zum Beispiel. So macht das, glaube ich, am meisten Sinn, bevor wir wieder wildes Safe-Game-Editing anfangen. So, zack. Und dann könnt ihr auch gezielt einfach in dem Moment eure Punkte zünden, wo ihr das möchtet. So, und jetzt muss ich hier mal gucken. Jebediah hat einen Pilotenanzug, Bill hat einen Engineer, einen Scientist. Sie hat auch einen Piloten. Vielleicht. Ich möchte, dass sie einen Veteranen-Pilotenanzug bekommt. Eigentlich möchte ich das bei Jeb aber auch. So, du bist Veteranen-Engineer. Bin sehr gespannt, wie der aussieht gleich. Und du bist Veteran-Scientist. So viel Zeit muss sein. Okay. Hide Parachute Backpack. Ja, das will auch keiner sehen. Das ist im Rucksack mit drin. Okay. Dann. Fertig. So. Neue Mission. Alles schon Veteran. Naja, die normalen Kerbals sind Veteranen. Na klar, die sind immer schon Veteranen. Tatsächlich, das machen das haben die auch so orange Anzüge tatsächlich. Das sind die Veteranenanzüge schon immer gewesen bei KSP. Deshalb sollen sie hier natürlich auch den richtigen Anzug bekommen. So, dann machen wir jetzt mit Valentina dann auch die erste Kerbonautin im Weltall. Jetzt brauchen wir nur ein paar Science-Pünktchen dafür ausgeben. Zack. Zack. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich befürchte nicht. Nee, es reicht nicht für Survivability. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen beim Fliegen. Wir kriegen auf jeden Fall aus dieser Kategorie. Ich kaufe jetzt mal nicht. Kaufen wir schon alles? Eigentlich ist auch fast egal, ne? Indicator Lights. Ich bin mal sparsam am Anfang. Also, wir brauchen den Decoupler. Wir nehmen auf jeden Fall das Thermometer mit. Und wir nehmen mal die beiden Antennen, die sind nicht teuer. So, mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Hier brauchen wir hingegen
Auf jeden Fall das Swivel-Triebwerk. Wir nehmen auf jeden Fall den Solid Fuel Booster und wir nehmen auf jeden Fall den Tank. Diese Spezialtanks lasse ich erstmal noch weg. Die wären später vielleicht interessant. Dann haben wir auch das Geld dafür. Sind aber sehr teuer und muss jetzt gerade nicht sein. Wir haben nur 71.000 und alles ist super, super teuer, wenn wir es kaufen. Deshalb müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt bauen wir uns unsere erste Weltallrakete, kann man das so nennen? Unsere erste Rakete, die ins Weltall fliegen wird, auf jeden Fall. Hier oben ist gut prinzipiell. Das kann man so lassen. Das Einzige, was wir da ein bisschen dran verändern, ist, dass wir Thermometer ranbauen. Und zwar gelandet, niedrige Atmosphäre, hohe Atmosphäre, Weltall, woanders gelandet. 5 Stück. Noch einen. Hier oben weiter. So. Mystery Goo haben wir schon gelandet und niedrig. Das heißt, wir machen noch hoch und wir machen noch Weltall. Ich heb mir einen auf für irgendwo anders gelandet. Das können wir dann später immer mal machen. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Das sieht gut aus. Dann machen wir das doch so. So, dann kommt ein Decoupler dazwischen. Dann sind wir schon mal nicht mehr so schwer beim Wiedereintritt. Ich habe nur das normale Realplume drauf, meine ich. Ich meine, ich habe nur das normale Realplume drauf. So. Sehr schön. Dann haben wir hier den Decoupler, um den Pod abzusprengen. So, und dann bauen wir uns einfach. Oh, ich bin heute mal so ein bisschen für Designraumschiffe. Ich denke mal. Locker, das reicht locker. Das ist, glaube ich, eh schon zu viel. Das, was wir vorhaben. Aber es ist okay. Es schadet ja auch nicht. So, und dann kommt da der Booster drunter. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken, was für ein Schubgewichtsverhältnis hast du gerade? 2,57. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ist das? Ah, auf 0. Okay. Das reicht, glaube ich, aus, dass wir mal so starten. Der sich oben raus entwickelt. Ja, ein bisschen mehr darf schon sein. So, oder? 1,54. Ja, dann geht er uns nicht ganz so durch die Decke. So. Die baue ich übrigens nicht nur an, weil ich die optisch sehr wichtig finde, sondern auch, weil ich weiß, dass Wöller davon genervt sein wird. Und dadurch, dass ich weiß, dass er hier ist, gibt es natürlich ordentlich viele Fins. Fins sind wichtig. So. So. Einfahren. Staging korrigieren. Science ist auch am Start. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir Valentina als erste ins Weltall schicken. Ich glaube, wir machen mit ihr auch noch den ersten Orbit und dann beginnen wir Jebediah ein bisschen zu trainieren. Ich glaube, dann sind wir realistisch bei dem angekommen, worum es geht, nämlich dass Valentina heute ihren 56. Orbitalfluggeburtstag hat. Den müssen wir ihr natürlich adäquat zur Verfügung stellen. Haben wir den Auftrag angenommen? Escape the Atmosphere. Sehr schön. Ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir das rausstellen, gucken, ob wir noch irgendwas haben, wie dieses Hammer-Triebwerk testen oder so. Das würde sich sehr anbieten. Manchmal ist der durch Zufall da. Dann wäre das ein ganz schöner Auftrag nebenbei, um so ein paar Zusatzpunkte zu kriegen. Flight over Kerman. Schade eigentlich. Ah, na gut. Na gut. Na gut, was hier? Test, bla bla bla, bla 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 bla, landed at Kerbal. Den reserviere ich mir schon mal, dass wir den nachher haben. Dann können wir einfach bei der nächsten Rakete den mal nutzen als First Stage Engine aus Gründen. So. Zack. Und dann fliegen wir mit der Rakete los. Hoffe ich. Ich hoffe, wir fliegen los. Ich hoffe, wir stürzen nicht ab, aber auch da bin ich eigentlich zuversichtlich. Sieht gut aus.
Auch in der Farbgebung sehr modern, sehr dynamisch. So. Was mein Statement dazu, was Wöller so über dich erzählt? Naja, der weiß es ja nicht besser. Ist schon okay. So. Hast du was verpasst? Das kommt drauf an. Noxic Tonic. Moin erstmal. Wir haben modernisiert bei Hardcore Colonization und nach Umfrage und sehr eindeutigem Ergebnis haben wir die Karriere neu gestartet. Es gab da 80% Vote für die Karriere zu updaten und neu zu starten im Discord. Deshalb machen wir das jetzt auch. Also, weiter geht's. So, Valentina war es. Saß drin, das heißt, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass sie jetzt auch immer noch drin sitzt. Oh Mann, ich wollte gerade das Video pausieren. Kurz AFK. Du kannst hier, glaube ich, kann man hier pausieren? Bestimmt kann man hier auch pausieren. Wer weiß das schon so genau? So. Zack. Haben wir alles? Ne, wir müssen einmal den hier machen. Ihr seid alle bereit? Ihr seid alle bereit. Log Temperature. Zack, okay, der ist verbraucht. Wie viele Mods hast du diesmal? Viele Mods hast du diesmal nicht, oder? Doch, sind schon ein paar. Also eigentlich ist es ein sehr ähnliches Modset. So, und jetzt geht's los. Achso, ich könnte gleich noch den schon mal bereithalten für niedrige Atmosphäre. Den hier für hohe Atmosphäre. Den hier für hohe Atmosphäre. Dann. Den hier, Weltall. Den hier für Weltall. Wupp. Okay, los geht's, würde ich sagen. Geronimo! So, das war noch niedrige Atmosphäre. Check. So. Einen ganz kleinen Gravity Turn mit rein. Ganz minimal. Dolle bitte nicht, aber ich ziehe auch Trottel hier ein bisschen runter. Geschwindigkeit sieht sehr gut aus. Okay, Booster ist durch. Weiter geht's. Okay, wir haben gut Schub. Beschleunigen auch schön. Doch alles gar nicht schlecht aus. So, ich nehme jetzt ein bisschen Schwung raus, damit wir nicht zu viele G aufbauen für den Anfang. Dann probiere ich mal ein bisschen eine Drehung reinzubringen. Die Kilometer sind geschafft. Fertig. So, Log Temperature. Observe Mystery Goo. Zack, zack. Strom sieht okay aus. Toggle Info. Parachute. Altitude. Wir wollen Pre-Deploy bei 3,5. Full Deploy bei 1200, weil mir das eben ein bisschen zu knapp war. Close. Arm Parachute. Eigentlich kann jetzt nichts mehr passieren. So, wir gehen auf jeden Fall suborbital. Also wir gehen auch raus ins Weltall. Das heißt, wir können uns jetzt hier schon mal von dem restlichen Krüppelkack eigentlich trennen. Ich überlege gerade, machen wir den Dings? Den Crew Report machen wir jetzt. Den aus dem Weltall heben wir uns auf für den Orbitflug. So, wir uns abgetrennt und sind jetzt jeden Moment im Weltall. Jetzt ist das der Fall. Zack, Log Temperature. Observe Mystery Goo. Zack. Sehr schön. Sehr gut. Okay, das heißt, wir haben noch ein Thermometer, was nicht grün ist. Das ist das da unten. Das ist noch für später nach der Landung. Ich hoffe, im Wasser irgendwo. Das wäre recht begrüßenswert. So, dann drehen wir uns jetzt einmal in die Gegenrichtung und warten, dass wir wieder runterfallen. Wir haben relativ viele Milestones mal wieder erreicht. Jetzt müssen wir nur noch überleben.
Warum nutzt X-Science nicht? Eigentlich dachte ich, es ist mit dabei, aber scheinbar hat das einfach nicht mit angezogen. Werde ich dann noch nachinstallieren. Da ist irgendwo wieder was um die Ohren geflogen. Oder X-Science war nicht verfügbar für diese Version. Eigentlich nutze ich es nämlich. Jetzt gerade ist es noch nicht so wichtig, weil mir noch nicht so viele Sachen verloren gehen. Aber du hast prinzipiell recht. X-Science ist natürlich eine schöne Möglichkeit und ist eigentlich in dem Modset auch mit dabei. Da das der erste Stream ist, fallen jetzt so die Sachen auf, was irgendwie nicht sauber mit angezogen ist und auf den ersten Blick nicht aufgefallen ist. So. Ich nehme SRS mal raus. Eigentlich müsste sich das jetzt in einem ganz netten Wiedereintritt äußern, hier die ganze Geschichte. Die Kapsel kann gut bremsen. Und Hitzeschild sollte bei der Höhe auch noch nicht nötig sein. Wir sind ja nur ganz knapp über die Atmosphäre hinausgeflogen. Unten stürzt unsere Rakete gerade ab. Raketenstufe. So, ich werde mal ganz entspannt was trinken, weil eigentlich übernimmt die Schwerkraft hier die für mich die Arbeit. Gebremst wird schon mal, G-Kräfte gingen ganz gut hoch. Und ich hoffe mal, dass das mit dem Fallschirm gar nicht gut funktioniert. Sieht aber ganz in Ordnung aus. Also Geschwindigkeit ist safe, Fallschirm ist grau. Also eigentlich sollten wir eine ganz hervorragende Wasserlandung hinlegen. X-Science erzeugt Mikrolecks. Ja, vor allen Dingen bei jedem Biomwechsel erzeugt es so Mikrolecks. Das ist ein bisschen ekelhaft. Tatsächlich. Valentina ist glücklich, sie klatscht auch. Ja, sie hat jetzt auch den korrekten Raumanzug an, so wie ich das sehe. Also sie hat jetzt so einen Veteranenraumanzug, wie ich mir das gewünscht hatte. Wir werden das gleich nach der Wasserung nochmal kurz überprüfen. Sieht auch gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich mache mal einen Zeitraffer rein. Ja, wie gesagt, heute großes Ziel. Wenn wir das heute schaffen, so wirklich zu Beginn Raumflüge zu machen, über Strecken, die länger sind als einmal kurz in Orbit, dann haben wir viel geschafft, finde ich, für heute, weil das ist jetzt alles ein bisschen härter mit dem Geld verdienen, als das in der Vergangenheit war. Da oben ist auch schon der Moon zu sehen. Vielleicht schaffen wir es ja in Moon-Vorbeiflug heute. Mal gucken. Ah, bitte entschuldigt. So, Lock Temperature. Ich will da, glaube ich, gar nicht aussteigen. Landung auf Minmus. Oh, das ist sportlich im ersten Stream mit einem Hard-Setting, aber wir werden sehen. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal ganz gut. Wissenschaftspunkte drin. Und mit denen sollten wir uns auf jeden Fall die Survivability Parts holen. Da ist nämlich zum einen, glaube ich, noch ein Experiment drin und zum anderen Hitzeschilde, was total hilft. Und wir müssen mal gucken. First Kerbal in Space Ribbon. Das hat sie sich verdient. So, wir müssen mal gucken. Wir kommen, glaube ich, noch nicht. Das wäre trotzdem, es wäre toll, wenn es gehen würde. So, was wir hier auf jeden Fall brauchen gleich ist ein Hitzeschild. Check. Plasma Barometer. Check. Allein für die Wissenschaftspunkte. Landebein oder so sehe ich noch nicht. Service Base jetzt auch nicht. Das Riesendrama. Das sind alles so Dinge. Life Support und Habitation kommen hier die ersten Sachen. Das würde uns helfen auf dem Weg zum Moon dann tatsächlich. Ist jetzt aber noch nicht
das wichtige Zeug. Deshalb fokussiere ich mich jetzt erstmal hier auf diese Richtung. So, Research und bitte sagt, das reicht. Nein, es reicht natürlich nicht. Ärgerlich. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine Rakete bauen. Schaffst du heute, Duna zu kolonisieren? Mit Raumstation. Wir müssen noch ein bisschen Science-Punkte einsammeln. Damit wir an den Terrier rankommen. Der wäre für mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, eine Grundlage. Um guten Orbitflug hinzulegen am Anfang. So, okay, also wir brauchen noch ein paar Science-Punkte. Orbit Kerbin brauchen wir noch nicht. Ja, wir können ihn aber auch schon mal annehmen. 28.000, es gibt 10.000 in Advance. Ja, why not? Why not? Okay. Passt auf, wir machen jetzt eine kleine Rakete, mit der wir. Da darf jetzt mal jemand anders fliegen. Da darf jetzt Jebediah mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Wir machen jetzt eine Rakete, mit der wir das neue Experiment auf allen Höhenstufen verwenden. Also im Prinzip können wir eigentlich diese Rakete hier recyceln. Nur, dass wir halt das Experiment austauschen gegen das Pressmart Barometer und damit einmal kurz suborbital fliegen. Das sollte schon reichen. Das ist relativ überschaubar aufwendig. Also, wir brauchen einmal auf dem Launchpad. Einmal niedrige Atmosphäre, einmal hohe Atmosphäre, einmal Weltall, einmal wir sind irgendwo gelandet. So, damit haben wir dann. Damit haben wir dann eigentlich den Rahmen. Ich hoffe, dass wir damit genug zusammenbekommen. Werden wir sehen. Ne? Probieren geht über Studieren. Wenn nicht, können wir noch was anderes ausprobieren. Hier irgendwie rumfahren. Jetzt ist erstmal Jebediah kurz dran, damit er auch schon mal ein bisschen Erfahrung sammelt und seinen ersten Flug hinter sich hat. Dann schießen wir den jetzt auch mal in einer Suborbitalbahn hinaus. Bin da ganz zuversichtlich. Ich bin da sehr zuversichtlich. So, erstes Experiment. Machen wir direkt hier. Log Pressure Data. Zack. So, nächstes Experiment ist dann niedrige Atmosphäre. Hohe Atmosphäre. Weltall. Wieder gelandet. So. Zack, zack. Los geht's. Oh, Jebediah hat heute die Haare aber schön. Dieser Zufallsgenerator überrascht mich immer wieder. Los geht's! So, diesmal gucken wir mal, dass wir auch wirklich Richtung 90 Grad ein bisschen fliegen. Gucken, was sich damit so rausholen lässt. Glaube ich auch so. So, jetzt entwickelt sich da nämlich ganz gut Schub. Den nehmen wir auch gerne so mit. Und mit Jebediah probieren wir jetzt mal ein bisschen einen auf Speed Record zu machen. Gucken, wie das so klappt. Also bei dem lasse ich jetzt das Flüssig-Treibstoff-Triebwerk komplett offen. Achso, ich sollte vielleicht mal ein bisschen nebenbei meine Experimente abarbeiten. Zack. Sehr gut aus. So, Höhe haben wir gleich. Geht schon zu verglühen unterwegs. Kleine Körben, ne? Upper Atmosphere, check. So, noch mal ein bisschen nachzünden. Zack. So, den haben wir. Kann weg. Jetzt müssen wir jetzt nur noch auf Weltall warten. Meanwhile, gucken wir den guten Mann mal. Auch auf einen scharf gemachten Fallschirm drauf.
Warum sehen die Experimente von Robert anders aus als im Stock KSP? Das ist Restock und das sollte eigentlich auch über das Pack kommen. Ihr müsst im CCAN-Link, und der ist eigentlich aktuell, ich hatte den vorhin überschrieben, guck mal rein. Der müsste da eigentlich mit drin sein. Tatsächlich, weil ich es wirklich aus dem Modpack gezogen habe. Oder ich habe die falsche Datei überschrieben. Aber eigentlich... Modliste.ccam. Vielleicht habe ich auch die falsche Datei überschrieben, das kann sein. Dann my bad. Ist nicht drin. Dann habe ich die nicht korrekt überschrieben. Wartet mal, das kann ich direkt mal nebenbei machen. Das stört nicht. Ich fahre mal kurz ccam hoch und überschreibe die korrekte Datei. Scheinbar habe ich es einfach in die falsche Richtung geschmissen. So, wir sind im Weltall. Speichern. Wo geht die Reise hin? Jetzt gerade erstmal nur suborbital. Wir haben gerade angefangen. Zack. So. Export installed mods. Das ist eine gute Frage. Wo könnte ich das... In welchem Ordner habe ich das liegen? Da vielleicht? So. Sync läuft und... Sync ist durch. Wenn ihr jetzt nochmal die Liste runterladet, dann wird es wahrscheinlich besser. My bad. Ich habe einfach stumpf die falsche Datei in meiner Dropbox überschrieben. Das wird dann natürlich nichts, ne? Das wird dann natürlich nichts. So. Jetzt trennen wir uns von der Restrakete. Und richten uns schon mal retrograd aus, so grob. Den Rest... Darf gerne die Atmosphäre übernehmen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf die Landung warten. Auch die sollte eigentlich ziemlich schmerzfrei werden. Genau. Und bitte, wie gesagt, Kompatibilität für 1.6 und 1.7 anhakeln, wenn ihr die Modliste durchlaufen lasst. Dann klappt es auch. Mit den Mods, die dann eventuell nicht im ersten Anlauf funktionieren. So, erster Flug von Jebediah. Er freut sich immer noch so sehr verhalten, muss ich sagen. Ja, das ist ja nur suborbital, da kann man relativ steil reingehen. Das ist okay. Ich habe ja keine Geschwindigkeit drauf in irgendeiner Form. Mal nur runtergefallen. Da kann mich der Pod ganz gut bremsen. Wenn man jetzt natürlich irgendwie von einem höheren Orbit oder so kommt, sollte man ein bisschen flacher reingehen. So. Falsch hatte ich auch scharf gemacht, ne? Ja. Dann sollte er ja hoffentlich gleich aufgehen bei 3000 Metern. Verrückt. Tut er tatsächlich. Schön. Dann geht er jetzt bestimmt auch gleich noch in Full Deploy und Jebediah macht kurz einen auf Nick Männchen. Na, wie viel G kriegen wir rausgekratzt? 5, 6, 5,5, 6, irgendwie den Dreh. Ungefähr. Das ist aber noch einiges Neues im CCAN. Ja, da sind ein paar Sachen sind noch dazugekommen, aber so viel ist es jetzt auch nicht. Gibt es irgendwie weniger Kapaus als beim Wöller? Ja, das, ich könnte jetzt sagen, dass mir das leid tut, aber ich soll nicht lügen, hat meine Mama mir irgendwann mal gesagt. Aber ich habe auch einen, bei mir nennt sich das Fail-Counter. Der steht aber, wie man hier sehen kann. Wartet, ist es die Seite? Nein, es ist natürlich diese Seite. Wartet, wartet, da. Da, auf Null. Ah. So, dann können wir hier noch das Experiment durchführen. Ich bin gespannt, ob wir auf die 45 Science kommen, die ich brauche, um den Terrier zu kriegen. Sonst müssen wir uns gleich was anderes einfallen lassen. Weil ohne den Terrier wird es ein bisschen stressig in... Also man kann auch im Orbit ohne den Terrier fliegen, aber ehrlich gesagt möchte ich das einfach nicht, weil mich das stressen würde. Ich mag doch meinen Terrier. Gucken wir mal. 47,9. Ha! Alles ist super. Ja, ist alles super.
So, und Jebediah hat natürlich auch ein paar Ribbons bekommen. 6G, na gut. Na gut. Das heißt, wir können uns den Terrier jetzt kaufen. Das ist prinzipiell begrüßenswert. So, wir brauchen den Terrier. Also ich hätte gerne den Terrier gebraucht. Und wir nehmen uns das 400er, den 400er Tank nehmen wir uns auch gleich mal mit. Ich glaube, diese Übergangsstücke, ich spare mir das mal noch. Weil das sind alles so Dinge. Also der ist super, ne? Der Volcano Cryogenic Rocket Engine ist super von der Effizienz her. Ich habe einfach das Problem, ich habe da noch A, keinen richtigen Tank für und B, erst recht keinen Tank, den ich kühlen kann. Ich glaube, das kommt hier hinten erst so langsam. Die kühlbaren Tanks. Cryogenics? Ne, noch nicht mal hier. Eieieiei. Das dauert also noch eine Weile, bis wir damit richtig was anfangen können. Ist aber auch egal. So, wir haben jetzt hier eigentlich alle Grundlagen, um in den Orbit zu fliegen. Und auch nur noch 2,9 Science-Punkte. Verdammte Axt. Gut, wir müssten dann halt mal Richtung Moon als nächstes. Musst du das so kaufen? Ja, das Kaufen ist aber kein Mod. Das ist einfach, wenn du Hard Mode spielst oder eben Schlimmeres, dann musst du die Teile auch noch kaufen. So, ich schau mal. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ungu, vielen lieben Dank für den 14. Monat Resub. Dankeschön dafür und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ich guck gerade mal, ich habe jetzt schon active den Swivel zu testen. Oh, ohne Booster fliegen? Wollen wir das mal machen? Könnte man eigentlich mal, ne? Mal gucken, ob ich das hinkriege. Den Swivel zu testen und dann noch in den Orbit zu fliegen. Spannend. Ja, Ausrufezeichen Gewinnspiel nicht vergessen, ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal gepostet. Es läuft auch noch das Gewinnspiel für Shop Equipment. So, und jetzt machen wir die erste Orbit-Rakete. Da machen wir aber mal neu. Rakete 3 ist das dann logischerweise. Ich bleibe meinem überaus kreativen Namensschema natürlich treu. So. Was haben wir da oben noch nicht gehabt? Wir haben da oben eigentlich schon alles durchgeführt, außer ein Crew Report, richtig? Das hätte auch Jebediah mal machen können. Das heißt, wir müssen eigentlich keine Wissenschaftspunkte mitnehmen. Das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen leichter. Wie jetzt Neustart? Ja, genau. Neustart. Du hast das korrekt zusammengefasst. Die Abstimmung war sehr, sehr eindeutig, also machen wir neu. So, also, das ist unser hoffentlich wiederkehrendes Gefährt, in dem Valentina einen überaus angenehmen Wiedereintritt erleben wird. Darunter bauen wir uns jetzt eine Orbitalrakete, die sich hoffentlich gewaschen. Freiwillig im Sinne von, ich habe das zur Abstimmung gestellt und dann überlegt, was ich damit mache. Also es war die Wahl quasi, wir frieren Colonization auf eine 1-4-5 ein, weil der Weg rüber auf die 1-7 wirklich überhaupt nicht sinnvoll machbar war. Oder wir gehen hin und sagen, okay, dann machen wir es halt richtig und gehen direkt auf die 1-7 rüber, müssen aber dafür neu starten quasi. Und das war das Ergebnis. Das Ergebnis war, let's do it. Ich glaube, ich mache das so. Das sieht so wundervoll unprofessionell aus. Wie so eine Körbelrakete, auch noch mit so einem Stummel da. Hat die Kapsel nicht standardmäßig ein Heat Shield? Die Kapsel hält standardmäßig ein bisschen was aus. Sagen wir es einfach mal so. Diese Kapsel hier hat standardmäßig kein Heat Shield. Ich glaube, die Dinger haben ein bisschen mit drin. Also die Onion, diese Making History Parts, die haben ein bisschen Ablator mit dabei. Und Ben, vielen lieben Dank auch für deinen Follow und ganz herzlich willkommen bei den Corona und Red Power. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade Danke gesagt? Ich vergesse das immer wieder. Ich bin unkonzentriert. Falls nicht, vielen lieben Dank fürs Follow. So, jetzt müssen wir da aber noch irgendwie eine Rakete drunter bauen, die uns in den Orbit trägt. Also ich sag mal so, was den Heatshield angeht, man kann mit den Kapseln
ganz gesmooth, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, suborbital fliegen. Das geht ohne Hitzeschild. Bei einem Orbit würde ich ein Hitzeschild ranbauen. Es gibt Möglichkeiten und Manöver, auch mit dieser Kapsel ohne ein Hitzeschild einen Wiedereintritt aus dem Orbit zu machen. Muss man nicht. Muss man halt einfach nicht. Es nimmt einem sehr viel Stress und Herzinfarkt raus, wenn man einfach. Hitzeschild benutzt. So. Vakuum 4400 und ein bisschen. Super cool. Sea-Level 1,39. Jawohl. Also eigentlich müsste es locker flockig reichen, um uns in den Orbit zu tragen. Ich hoffe, das Spiel sieht das genauso. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, ob ich umkippe, ehrlich gesagt. Weil ich noch keine Stützen habe in irgendeiner Form. Könnten natürlich die denkbar unprofessionellste Rakete aller Zeiten bauen, aber so, wie viele Parts habe ich noch? Wir riskieren es lieber nicht, ne? Ich kann nicht reverten und wir können Valentina heute nicht einfach umbringen. Also bauen wir uns jetzt schnell. Aber wir bauen uns jetzt schnell mal so eine Art Stützräder. So eine Art. Das macht es nicht so viel besser. Was macht es halt auch nicht so viel schlimmer. Ist okay. Es müsste reichen. Es müsste tatsächlich reichen. Ich befürchte, dass der. Ich werde den Luftwiderstand sehr hassen. Mr. Spanker, hey, na, wie geht's dir? Hattest du ein schönes, angenehmes, streamiges Wochenende? Gut, geht's dir. Okay, du hast wahrscheinlich schon wieder trockenes Juhl gegessen, wenn du so fröhlich bist. Ah, das ist schön auf dem Land gechillt heute. Das war super. Also wenn bei dir auch nur ansatzweise und so weit wohnst du ja von mir nicht weg, so gutes Wetter war wie bei mir heute, dann war das ein ganz hervorragender Tag, um auf dem Land zu chillen. Er hat um 10 aufgehört. Heute um 10. Aber das ist doch auch okay, wenn man zu so einem schönen Grill-Event fährt. Sollte man dann auch mal sagen, ach fuck it, heute nicht, Freunde, heute nicht. Ja, Buffet. Es klingt wie ein sehr guter Tag, trotz allem, auch wenn nicht gegrillt worden ist. Und ich hoffe, dass das hier hält, ey. Und mir nicht um die Ohren fliegt. Wir werden sehen. So, Valentina, ich hätte da was Experimentelles für dich zum Ausprobieren. Können wir eigentlich diese Superanzüge anziehen? Ist das kompatibel mit den. Das kann man jetzt wieder nicht sehen, ne? Probier das trotzdem mal. Mal gucken. So, safe, no. Oh. Unser erster Orbitalflug. Oder der erste Versuch, zumindest. Ich bin sehr gespannt. Dann guck mal, nur eine Stunde bis zum ersten Orbitalflug. Das ist ja für meine Verhältnisse fast schon kriminell schnell. Kriminell schnell ist auch ein Reim, den sollte ich mir merken. So. Jetzt hoffen wir mal. Sehr inständig. Wer hat eigentlich an meinen. Ja, wahrscheinlich war das einfach die Neuinstallation. Wer hat eigentlich an meinen Einstellungen hier rumgefummelt? Vessel. Dankeschön. Ist doch nicht zu viel verlangt, eine Trustworthy-Ratio angezeigt zu bekommen. So, was hast du für ein Overlay und woher? Das ist selbst gebaut. Mein Stream-Overlay, falls du das meinst. Das ist aus einem professionellen Grafikbearbeitungsprogramm eines überaus professionellen Mannes herausgefallen, der nicht ich bin. Moin, Valkes. So, los geht's.
Ich werde die Dinger sicherlich hassen. Die werden mich dragmäßig einiges kosten, glaube ich. Aber jetzt schauen wir einfach mal, dass wir möglichst gut in Richtung Orbit kommen, trotz allem. Valentina scheint auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und fröhlich zu sein. Und wenn Valentina glücklich und fröhlich ist, dann sind wir doch auch glücklich und fröhlich, oder? Natürlich sind wir dann auch glücklich und fröhlich. Schließlich ist heute ihr Jubiläumstag. Heute, vor 56 Jahren, hat sie ihren ersten Orbit geflogen. Dafür hat sie sich ganz gut gehalten, finde ich. Sie hat die Haare voll anders jetzt mit dem anderen Raumanzug, ne? Abgefahren. Man kann ihre Frisur ändern mit der Wahl des Raumanzugs. Was es nicht alles gibt. So, dann schauen wir doch mal, wie das hier so läuft. Bin ja irgendwie noch vorsichtig skeptisch, was die LTW-Anzeige so angeht, aber im Prinzip könnte es funktionieren. Los geht's. Ein bisschen hören, ne? So, erster Orbitalflugversuch. Mal gucken, ob er direkt reicht. Spritmäßig wird's hinhauen. Höhenmäßig sind wir auch schon ganz gut unterwegs. Ich gehe jetzt mal tatsächlich auf einen sehr aggressiven Winkel und der sieht auch so aus, als ob wir den gefangen bekommen langfristig. Okay. Grill ist kaputt. Meine Schwester hat Tofu aufgelegt. Nein. So. Das klappt bisher sehr gut. Wenn ich ein bisschen flach für die Geschwindigkeit bin, aber bin guter Dinge, dass das hinhauen könnte. Wir verschwenden gerade ziemlich viel gegen den Atmosphärenwiderstand, aber hey, ein bisschen was ist ja immer. So. Jetzt kann ich das hier runterkühlen. Oder runterbremsen. Kühlen ist auch echt das absolut falsche Wort dafür. Gekühlt wird hier gar nichts. Oh ja, schön heiß geworden, die Kapsel auf jeden Fall. Eieieiei, Valentina, da drin ist, glaube ich, gerade ganz schön schwitzig. Sieht aber gut aus. Das kriegen wir, glaube ich, auf jeden Fall glatt gezogen. Wir haben noch 591 Delta V parat. Ich hätte auch noch das Monopropellant ehrlich gesagt hier rausnehmen können. My bad. So, solange es dem Fallschirm gut geht, geht es mir auch gut. Das machen wir jetzt schon mal fertig, bevor hier irgendwelche Unfälle passieren. Also auch wieder schön auf 3 Kilometer Höhe. Und ich glaube, 1 Kilometer Höhe reicht auch. Zack, Arm Parachute. Egal, was jetzt noch passiert, strommäßig. Weil das ist so meine Hauptsorge eigentlich. So, das haben wir auch erledigt. Sehr schön. Noch ein bisschen, ein paar Moneten nebenbei eingesackt. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier erledigt bekommen. Also, dass wir auf jeden Fall auch noch einen Orbit draus machen. Wir müssen ein bisschen coasten. Oh, Funkempfang sieht schlecht aus. Coasten jetzt mal so auf die Apoapsis zu. Schön. Schöner Tag-Nacht-Übergang. Sehr gut. Okay, und dann werden wir gleich nochmal zünden und damit unseren Orbit finalisieren an der Tag-Nacht-Grenze. Dem sogenannten Terminator. So, aber jetzt
Das Einzige, was hier terminiert wird, unser Auftrag. Und Orbit. Check! Wir sind angekommen, Freunde. Sehr schön. Wir sind sowas von angekommen. Und wir haben auch unsere ersten Strategien so langsam mal freigeschaltet gekriegt. Da müssen wir gleich mal gucken, ob da was für uns Sinn macht. Damit wir ein bisschen mehr Science bekommen. Jetzt werde ich aber erstmal zurück ins Space Center gehen. Oder können wir das vielleicht auch hier rüber machen? Progress Record. Ich hätte gerne. Okay, wir dürfen nicht ganz so lange rumkaspern, weil die gute Frau verbraucht leider Strom, während sie hier oben drin lebt. Das heißt, wir sollten sie irgendwann nach Hause holen. Das heißt, ich gehe jetzt mal ins Space Center runter. Und wir holen jetzt den Vertrag so. Wir sollten jetzt nämlich eigentlich einen Vertrag haben, sie in einem Stück aus dem Orbit zurückzuholen. Und den würde ich gerne separat annehmen, weil ich gerade um jeden Körbel-Dollar kämpfe, dass ich den kriegen kann. Und deshalb hoffe ich, dass der jetzt hier auch... So, you left enough fuel in the tanks to return from orbit, right? We want to deposit on those parts back. Okay, also sie wollen ihre Kohle zurück für die... Das. Oh, und Science Data vom Space Around Kerbin. Das können wir auch gleich noch machen. Kick off Space Tourism. Help Tito Kerbin. Okay, das machen wir, glaube ich, auch. Also ich denke, Space Tourism wird unsere Wundermedizin werden, um das Geld aufzubringen. Jetzt machen wir aber erstmal Explore Kerbin. Wir bringen Valentina zurück und weil wir schon mal unterwegs sind, werden wir noch ein bisschen Wissenschaftspunkte mitbringen. Zack. Mach doch SRS aus, dann verbrauchst du keinen Strom mehr. Nee, nee, mit Live Support, also die, ich benutze ja USI Live Support, verwenden Kerbals auch Strom. Apropos. Supply Effects werden sie grouchy. Nee. Die sterben. Alle. Strom? Sterben. EVA-Effekt. Sie sterben. Habitation-Effekt. Werden sie... Sie meutern. Was auch immer das bedeutet. Safe. Okay. Echte, bösartige Folgen. So, zurück zu Valentina. Wir holen sie nach Hause. Da, 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 da. Welches Live Support nutze ich? Ich nutze USI Live Support. Bam, ba, ba, ba. So, ich würde sagen, wir werden aus cinematischen Gründen eine Landung auf der hellen Seite von Kerbin einleiten. Ja. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich langsam mal die Bremse reinhauen. Wie ihr seht, ist hier ein Raumschiff. Das seht ihr jetzt gleich besser, weil ich gleich das Triebwerk zünde. Hoppla. Vorher verschwende ich noch ein bisschen Strom. Keine Sorge. Ich habe das alles fast im Griff. So. Bremse. Machen wir meinen ganzen Strom hier an, ne? So, ich weiß gar nicht, ob der so steil sein muss, der Wiedereintritt, aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Das heißt, wir werden uns jetzt noch... Oh, Sonnenaufgang.
Ist das nicht wunderschön? Es ist so wunderschön. Es ist wunderschön. Jetzt ist aber auch schon wieder vorbei. So. Warum hat er seine Schreibtischlampe am Kinn? Das weiß ich nicht. Warte mal. Gefällt es Ihnen so besser? Weil es cool ist. Weil ich da nicht so schreien muss, ehrlich gesagt. So. Ich glaube, wir können uns von dem Rotz hier trennen. Achso, wir brauchen noch einen Report wegen der Wissenschaft. Weil wegen der Wissenschaft. So. Zack. Dann heißt es Retrograd den Hitzeschild halten und abwarten. Genau, stütze den Kopf drauf, weil er sonst nach vorne wegkippt. So sieht's aus. Da kommt er. Das stimmt. Schwer sinnvoll zu benutzen, wolltest du natürlich nicht sagen. Du wolltest natürlich sagen, der ist sehr schwer, weil du weißt das ja schon, weil er ja schon an deiner Schulter lag. Aber so kann man mir natürlich auch den Dolch in den Rücken jagen, Herr Spanke. Dankeschön. Für nichts. So. Mal. Das sieht aber gut aus, dass das jetzt hier klappen sollte. Wir haben auch noch genug Strom. Als Hutablage, damit nicht in den Hals regnet. Ja, genau. So. Wieder Eintritt läuft. Hatte ich im falschen Schaf gemacht? Ja. Das hatte ich. Und jetzt schauen wir mal, wohin es uns verschlägt. Der Wiedereintritt an sich sollte eigentlich relativ entspannt laufen. Ist nichts dran an der Kapsel. Heat Shield ist viel zu viel Ablator drin. Viel zu viel Ablator. Ich bin gespannt, wie viel Geht-Kräfte so auftreten und ob es Valentina ausnockt. Raumschiff. Stärker beschleunigt als wir. Sie hält sich in Grenzen. Wir sind bei 1G. 1,5. 2G, aber das sustaint sie locker. Sie hat vorhin schon mal 8G weggesteckt. Sieht gut aus. Das sieht insgesamt sehr gut aus. So, Höhe zum Boden, 11 Kilometer. Geschwindigkeit ist auch IO. So. Streamst du morgen wieder? Nee, morgen gehe ich arbeiten. Das kommt jetzt unerwartet. Aber morgen gehe ich arbeiten. Ah, Wüste, sehr schön. Da können wir auch noch einen Crew-Report und einen EVA-Report machen. Aber jetzt warten wir erstmal, dass das hier funktioniert. Sieht gut aus. So. 1000 Meter vom Boden. Sollte auch der Rest vom Schirm noch aufgehen. Jawohl. Sehr gut. Okay, super. Du hast das abgelesen mit den G-Kräften. Hier ist eine GeForce-Anzeige, wie viel G gerade wirken. Ganz viele Kaktussen. Sorry, ich bin hier nicht für Rechtschreibung zuständig, nur für Raumfahrt. So, sehr schön. Dann können wir doch jetzt nochmal eine EVA durchführen. Ach, gucke. Aber dann hat sie nur den modernen Anzug. Den Tron-Anzug. Dafür gibt es dann keinen Kolonisten-Anzug. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich verstehe. Na gut, das ist auch, sei ihr gegönnt. EVA Report, zack. Take Data und dann wieder rein. Und dann können wir nämlich noch einen Crew Report von hier nehmen. Wir nehmen ja jeden Science-Punkt mit, den wir so kriegen können. So, recover this vessel.
Yes, please. Sehr schön. Na, da haben wir doch was geschafft, würde ich sagen. Erster Orbit, das sollte mit Bravour bestanden sein. Tatsächlich, Ghost Dogger heißt das Kakteen. Verrückt. Und ich habe immer gedacht, es heißt Kaktussen. Mein Fehler, offensichtlich. So, Multiple Contracts to Run. Jawohl. Er hat fünf oder mehr Verträge erledigt. Mach drei Ribbon. Okay. First Kerbin Orbit Ribbon. Und ein Exceptional Contract Ribbon. Das war wahrscheinlich auch der Orbit. Hervorragend. Ganz hervorragend. Wir sind auf einem guten Weg, stetigen Reichtum zu bekommen. Jetzt geht auch gleich die Sonne unter. Jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen. Wir haben noch 31 Science-Punkte. Das ist so dolle nicht. Die richtig interessanten Sachen passieren eigentlich bei 45. Ich muss jetzt halt irgendwie noch an ein bisschen mehr Science kommen, denn ich möchte gerne den Science Junior haben. Da sind die richtig dicken Experimente nochmal drin. Also wir brauchen 45 Wissenschaftspunkte, damit wir hier weiter spannende Dinge erforschen können. Und Magnetometer ist auch noch mit dabei. Orbital Teleskop, da sind tatsächlich sogar ein paar mehr Experimente. Das müssen wir mal schauen, wie wir damit jetzt umgehen. Ich brauche dann aber auch irgendwann mal das hier. Zwecks, naja. Oh, verdammte Axt. So, was wollen wir denn auftragsmäßig so machen? Explore the Moon. Today is your lucky day. Simply head to the moon and pass by it. Easy as pie. No risk at all. No scientist waiver. Moonflyby, prinzipiell eine gute Sache. Auch die erste Chance, sich richtig konsequent umzubringen. Aber natürlich auch. So. Blablabla. Wir haben einen Typen, den wir in den Orbit bringen sollen. Leider habe ich noch keine Kapsel, wo der mit reinpasst, glaube ich. Oder habe ich schon irgendwas in der Richtung? Ich habe alles nur Einsitzer bisher. Was? Ich habe einfach nur die Mehrzahl benutzt von Kaktus. Aber wenn ihr alle darauf besteht, dass Kakteen richtiger ist, kann ich natürlich in Zukunft gerne Kakteen sagen. Ich sagte ja schon bereits, ist dann wohl mein Fehler. Eindeutig. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt als Auftrag? Prinzipiell ist das mit Space Tourism noch nicht so gut möglich, wenn man keine Tourism-Verpackung hat. Also würde ich sagen, beginnen wir doch unseren Flug in Richtung Mond. Zack, so. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir unseren Flug in Richtung Mond auch mit genügend Delta-V ausstatten und mit genügend Science-Stuff. So, und da gehen die Probleme dann nämlich schon wieder los. Also, Raumkapsel an sich, gute Sache das. Und auch. Ach Mist, ich habe noch gar keine Manöverplanung, ne? Kann ich mir die leisten? Muss mal ganz kurz was nachgucken. Ah, Manöverplanung wäre natürlich schon irgendwie sexy, ne? Kann ich mir schon Manöverplanung leisten? Nö, nicht mal ansatzweise. Und ich muss ja das noch dazu kaufen, ne? Okay, ich muss irgendwie Geld verdienen. 60.000, das wäre meine Maßnahme eigentlich. Könnte ich den mit einem Probecore nach oben schießen? Ach nee, ich muss einen Pilot mit dabei haben, steht ja da auch. Das gibt.
auch ganz gut Kohle. Guck mal, ob ich noch irgendwo so ein Sekundär-Geldding machen kann, aber ich komme gerade nicht dran vorbei. Nee, wir müssen wohl oder übel zum Mond fliegen. Ohne Manöverplanung. Das ist natürlich auch ganz hervorragend. Ich sehe gar nicht, wie da Probleme auf uns zukommen können. Und das müssen wir eigentlich auch noch upgraden dafür, ne? Ich gucke jetzt mal, ob ich im Gewichtslimit und Gewichts- und Größenlimit bleiben kann für einen Moonfly, weil ich befürchte, dass das nicht funktionieren wird. Aber erster Anlauf mal. Dafür. Da kriegen wir auf jeden Fall Kohle und Science her. Wäre jetzt also nicht die falscheste Maßnahme, das zu tun. Man kann schwarzen Hitzeschild haben. Nicht schlecht. Nein, trotzdem ganz normal. So, die Köppler. Und wir verlieren einen Körbel. Naja, mal gucken. Das glaube ich noch nicht. So, wir fliegen mit einer Mondrakete, die aus folgenden, also überaus spektakulären Bestandteilen besteht. So, Mondrakete fertig. So. So. Und wir könnten diese Moon-Rakete. Swiss Fakecrafter, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kyrgonauten. Dankeschön. So, das sind ja 2347 Delta V. Wenn wir die jetzt nochmal untermauern mit nochmal 1181 Delta V, dann hätten wir doch eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, erst in den Orbit zu gelangen und dann zum Mond zu fliegen und zurück. So, dann brauchen wir noch irgendwas, was uns auch tatsächlich so weit nach oben trägt. Ich würde jetzt mal so einen Swivel nehmen. Huch. Der hat jetzt natürlich jetzt schon wahrscheinlich keine ganz positive Thrust-Weld-Ratio mehr. Geht so. So, 4701 ist eigentlich ausreichend. So, und wenn wir jetzt sagen, komm, for the sake of, bitte, bitte, nehmen wir hier noch den mit rein. Sea Level 1,14, das ist auch voll okay noch, weil ich tatsächlich mit dem Gedanken spiele. Ach, verdammt, ich hab noch keine seitlichen Decoupler, ne? Kann ich mir die Science technisch leisten? Muss mal kurz gucken. Ich habe doch noch ein paar Science-Punkte, oder? Aber ich glaube, so viele nicht. Oh, 31. Wir könnten seitliche Decoupler kriegen. Wäre eine Maßnahme. Ich würde die mal nehmen. Das gibt uns ein bisschen mehr Spielraum bei der Planung. So, dann könnten wir nämlich diese Booster seitlich anbauen, um damit die Rakete zu stabilisieren auf dem Launchpad. Wie viele Bauteile habe ich noch? Ach, Bauteile sieht noch gut aus. Bauteile sieht noch gut aus. R4 eigentlich. Eigentlich R4. So. Und dann so. Ah, das klappt gewichtstechnisch auf gar keinen Fall, glaube ich. Da holt er auch schon 29, Komma. Holy shit. Kriegen wir das irgendwie sinnvoll? Ja, indem ich sie abbaue zum Beispiel. Okay, das heißt, wir müssen das Launchpad upgraden. Das wird teuer. Das wird richtig teuer. Warum habe ich denn jetzt gerade einen Fail kassiert? Wofür das denn? Wofür das denn bitte? Tranquility Base here. The Eagle has landed. So.
Den ziehen wir jetzt noch ein bisschen nach unten, glaube ich. Und Jensan, vielen Dank für den Resub im 21. Monat. Vielen lieben Dank und weiterhin dir natürlich auch ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Zack. Das wäre zur Benachrichtigung. Den zähle ich nicht mit. Den zähle ich nicht mit. So. Direkt wieder auf null geresettet. Bin nicht bereit, diesen Fail zu akzeptieren. So, eigentlich können wir uns die sparen. Die braucht keine Sau. Nicht am Anfang. Also bei den Geschwindigkeiten, mit denen wir da unterwegs sind. So, zack, 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 zack. Wenn wir das gemeinsam machen, habt ihr eine Trustworthy Ratio von a lot. 3,32. Das heißt, Trust Limit ein bisschen runter. Immer noch weiter runter. Alle können ihn aktivieren, Mikromarie. Weil Fails und so. Master of Disaster, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten. Ich lasse mal ein bisschen Platz noch. 1,6er Trust Weight ist, glaube ich, voll gut. Weil ich noch ein bisschen was anbauen will. Wir haben nämlich noch ein paar Teile frei. Ich muss ein bisschen Science-Stuff mitnehmen. Sonst funktioniert das hier alles nicht. Zack. Zweimal Goo. So, was haben wir denn alles? Wir haben dann High Over, High Over, High Over, High Over. Das heißt, wir bräuchten zweimal das. Ich hätte so gerne das Science Bay schon, ne? Ich hätte so gerne schon das Science Bay. Aber nein. Niemand hat die Absicht, mir das Science Bay zu geben. So. Dann investieren wir noch in das Minimum an Glücksflossen, was wir uns leisten können, nämlich 2 Stück. Dann ist mein Part-Limit nämlich erreicht. Ach, Mist dich! Nein! Nein! Ich glaube nicht, dass ich so einen langen Flug durchhalte. Strom, Freunde! Ich habe gar keinen Strom, um so weit zu fliegen. Machen wir da jetzt. Ich sterbe ja, wenn ich das mache. Muss ich das mit dem Körbel machen? Bleib bei dem Moon. Gut, das macht es nicht besser mit dem Propcore, ne? Dafür brauche ich auch Strom. Oh. Woher kriegt man den Strom? Das ist tatsächlich gerade ein größeres Dilemma, als ich eigentlich dachte. Wo kriege ich denn Strom her? Da ist Batterie. 45 Punkte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja nicht so gut. Okay, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir an Wissenschaftspunkte rankommen. Kann ich hier schon rumfahren? Oh, wir müssen jetzt echt das Kerbin Space Center ab. Produzieren die Triebwerke auch Strom? Ja und nein. Nicht alle. Also Marvel, hi erstmal und du hast nicht Unrecht. Triebwerke produzieren Strom, allerdings nicht die Terrier, mit denen ich einen Großteil der Zeit unterwegs bin. Die produzieren nämlich keinen Strom, während sie laufen. Und deshalb wird das ein bisschen problematisch. So, ich habe noch nichts mit Rädern, ne? Also so noch gar nichts mit Rädern. Das ist eine Basistour, wird auch relativ schwierig. Oh, wow. Möchte nicht sagen. Ein holpriger Start.
Was ist ein holpriger Start? Ich brauche einen Haufen Science-Punkte. Ich hätte noch eine Idee, wie man die kriegen kann. So, für 150.000 kann ich EVAs machen. Es gibt eine Handvoll Biome auf Körben. Wenn ich einen Haufen Biome kriege, komme ich dann vielleicht auf 45 Science. Mit 45 Science, was könnte ich damit anstellen? Ich könnte mir ein kleines Flugzeug bauen, also quasi ein Auto, mit dem ich rumfahre, um die ganzen anderen Wissenschaftspunkte einzusammeln. Um mir dann Strom zu holen. Oder ich hole mir direkt den Strom und überspringe die Stelle mit dem Flugzeug. Die Frage ist, ob ich auf 45 Science komme. Und das finde ich, glaube ich, nur raus, wenn ich es einfach probiere. Denn ich brauche die Kohle, ehrlich gesagt, für ganz andere Sachen. Und nicht, ich muss, das ist so mies. Ich habe keine 150.000. da meine Kerbals instant tot sind, wenn ich die mal eben explodieren lasse, werde ich nicht irgendwo rumrollen. Wir machen jetzt mal dieses Upgrade. Zack. Ich guck mal, was es hier für Strategien schon gibt für mich. Free Ice Cream. Nein. Local Science. Das könnten wir nachher aktivieren tatsächlich. Also wir probieren jetzt mal die 45 Science tatsächlich für das Flugzeug zu bekommen. Dann aktivieren wir die Local Science und probieren hier alles abzugrasen. Das wäre mal eine Maßnahme. Dafür brauchen wir jetzt einmal eine Rakete, mit der wir in einen Polarorbit gehen. Wie ins Casino. Ja. So. Okay, wir nehmen eine Orbitalrakete, fliegen Polarorbit, machen EVAs, bis uns grün und blau wird. Also bis unser Strom alles, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist ja eigentlich hier dieses Modell. Das funktioniert ja ganz gut. Und weil wir es können. Nehmen wir noch wissenschaftliche Experimente mit, für da, wo wir wieder runterkommen. Können wir da nämlich noch ein bisschen Science einsacken. Einfach das Maximum rausholen aus dem Flug. Ich hoffe, dass uns der Strom nicht zu schnell ausgeht. Tatsächlich. Bis dahin ein paar Biome erwischt haben. So. Das darf jetzt mal der Jebediah machen. Der war nämlich noch nicht im Orbit. Okay. Los geht's. Habe ich noch genug Trust Range? Los. Ja, so müssen wir uns jetzt ranschummeln an das Geld und die Wissenschaftspunkte. Der Start ist immer so ein bisschen schwierig, bis man die guten Sachen bekommt. Aber wir schaffen es. So, unser Ziel ist Norden, also wir fliegen direkt über den Nordpol hinweg. Und probieren da unsere Wissenschaftspunkte herzukriegen. Oh Gott, die Sonne geht unter, startet schnell, bevor es zu dunkel wird. Okay. Turn einleiten.
Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Das sind so diese Anfänge immer, also die erste Reise zum Moon und dann nachher die erste Reise zum Minmus, die sind mit Live-Support im Hardmode immer so die besonders schwierigen Dinge, weil man einfach das Problem hat, dass man eh schon nur sehr schwierig an die Sachen rankommt, die man braucht. Also sowas wie Manöverplanung. Und dann aber auch so Dinge, die man im Normal einfach ignorieren kann. Also sowas wie Strom, weil Kerbals halt Strom verbrauchen. Normalerweise flieg ich einfach ohne eine Batterie zum Mond. Das interessiert gar keine Sau. Weil, naja, ist halt nicht nötig, ne? Also man kommt auch so wunderbar zum Moon und wieder zurück. Aber wenn die ganze Zeit konstant Strom verbraucht wird, dann ist einfach plötzlich ein Problem. Irgendwie dreht die Kiste gerade nicht so gut, wie ich gerne hätte. Aber egal, schauen wir mal. Nächste Stage. Ja, jetzt fängt sie sich ein bisschen. Tut, das ist mir klar, dass man mit X und Shift X die Sachen hoch und runter stellen kann. Das ist mir komplett klar. Ich tue es nur nicht immer konsequent. So, wie gesagt, wir fliegen jetzt in Polarorbit und gucken mal, dass wir so viel wie möglich gerade ziehen. Das Space Casino am Asteroiden, das war definitiv Emojack. Das habe ich nicht zu verantworten. In keinster Art und Weise. So. Bleib mal bei dem etwas heftigeren Steigwinkel hier. Nö, ich mache das nicht immer mit der Maus. Ich mache es manchmal auch über X oder eben Shift X. Wäre es nicht besser gewesen, von woanders zu starten? Beim Polarorbit ist es. Oh Gott. Das ist korrekt. Doch beim Polarorbit ist es eigentlich egal, was du da machst. Weil du so oder so die Erdrotation nicht wirklich mitnutzt. Ich merke gerade, das sieht knapp aus mit den Delta V, ey. Was ist denn hier los? Aber ich habe mich verkalkuliert mit dem Flug tatsächlich. So, mal schauen, wie viel da klappt und wie viel nicht. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal das mit, was wir kriegen können. Human Silence, yay! Wie viel war der Wert? 4,8. Oh, wow, ist das traurig wenig. Mal sehen. Ich glaube, ich habe zu viel korrigiert. Ja, ich komme nicht mehr in Orbit hoch. Das wird nichts mehr, glaube ich. Ein bisschen größer bauen bei der nächsten Rakete. Ist nicht so wild, die war jetzt nicht so super teuer. Wir holen jetzt so viel wie möglich raus aus dem Flug. Also auch ein langer suborbitaler Hop ist eine gute Sache, um noch so ein paar Sachen einzusammeln. Ich finde etwas die Geräusche der Raketen. Das kann ich mal ein bisschen lauter stellen. Das sollte nicht das Riesenproblem sein. Spacecraft. Machen wir mal 20% raus, dann werden wir sehen, wie das so funktioniert. Jetzt ist natürlich gerade nichts zu hören, weil wegen Triebwerk alle und so, aber nächsten Flug wissen wir mehr. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so nach und nach die Biome abgrabbeln, die es hier zu holen gibt. Islands hatten wir schon. Ach, guck mal, das ist hier der bearbeitete. Leider hat A einen Schlaganfall und B einen Bart. Ist sich, glaube ich, gerade ein wenig unsicher, wie es ihm geht. Arme Kerl. Aber der Raumanzug gefällt mir. Mal abseits davon. Schön auch das Decal drauf. So, schauen wir mal, wie viel sich hier machen lässt. Islands immer noch. Na komm. Die Berge können ja nicht ewig gehen. Also wir sammeln jetzt alles an
Ja, sammle jetzt alles an EVAs, was ich kriegen kann unterwegs. Hört ihr eigentlich dieses Atmen von dem Körbel im Raumanzug? Hört ihr das sauber? Aber bei mir ist es eigentlich ganz sauber drauf. Soll jetzt natürlich nicht zu laut sein, dass das hier nicht Darth Vader-mäßig wird. Kerbin's Mountains, yes. More experiments. Das ist der Kerbel? Ja, natürlich, das ist der Kerbel. Danke, Ungu. Wow. Das macht mich auch traurig, wenn du sowas sagst. Macht mich sehr, sehr, sehr traurig. Kerbin's Grasslands, okay. Star Experiments. Nicht schlecht. Haben wir doch schon mal ein bisschen was. Ja, die Highlands. Ich glaube nicht, dass wir es noch bis zu den Polen schaffen. Also wir schaffen es zum Pol, so wie es aussieht, aber jetzt nicht so in einer Situation, in der ich noch eine EVA machen kann. Mal sehen, wie sich da jetzt noch holen lässt. Okay, das gab auch nochmal ein paar Bonuspunkte. Ich weiß es nicht, ob es reicht. Also wir kriegen mit dem Flug, kriegen wir, glaube ich, nicht die... nicht die Wissenschaftspunkte voll, die ich gerne hätte. Aber wir haben jetzt im Prinzip 15 um und bei. Grasslands, Highlands, Mountains. Wir fallen auch schon wieder in Richtung der Atmosphäre zurück. Ich glaube auch nicht, dass da noch besonders viel kommt. Wir schaffen es, glaube ich, auch nicht mehr da hinten bis übers Meer, während wir noch im Weltall sind. Befürchte ich zumindest. Aber ich nehme dann noch einen aus der Upper Atmosphere und verkrümel mich dann ganz schnell in meinen Pott rein. Wir hoffen, dass das alles so klappt. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Stimmt, das Biom wird ja oben angezeigt. Das ist korrekt. Danke, Neo. Kann ja ein bisschen entspannter sein. Aber ich befürchte, es wird bei Grasslands bleiben. Das ist, wir gehen zu steil runter, um. Flying High, Eva Report, zack, noch rein damit und dann ab in die Kapsel und wir trennen uns von unserem Gefährt. Okay, wir haben auch noch gut. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich den Flug gleich nochmal wiederholen muss, aber könnte auch alles schlimmer sein. Parachute. So, während er sich hier mal ganz kurz findet und seinen Wiedereintritt fliegt. Ja, jetzt noch von Ice Shelf, ne? Jetzt, wo es keinen mehr interessiert. Grrr. Jetzt kann ich auch nicht mehr raus. Der verglüht mir sonst. Wir sind nämlich doch recht gut. Also wir waren echt nah an Orbitgeschwindigkeit dran. Der Drag hat uns ein bisschen gekillt. Vielleicht noch mal etwas überarbeiten. Die Rakete. So, hier macht das doch eigentlich keinen Unterschied, ne? Ne, Upper Atmosphere, alles nur. Ich hoffe, dass ich einmal Flying over Northern Ice Shelf oder sowas spielen kann. Das wäre ganz cool. Also dafür müssen wir aber in die niedrige Atmosphäre erst runter. Das wäre so mein erster Ansatz.
Dass ich da einmal die Experimente durchbekomme und dann einmal die Experimente machen kann, wenn wir gelandet sind. So mein heroischer Plan zumindest. Und genau, Tramman Andi, what you said. Und massiver Probleme mit dem. Oh nein, die sind gar nicht. Junge, ist ihm völlig egal. Na gut, den nehme ich trotzdem mit. Because of 1 Science is 1 Science. Ah ja, while flying over Dings, das geht. Okay, Temperature Scan macht mit. Eher nicht. Also Pressmandbarometer möchte das nicht. Okay, ihr zwei seid raus. Check. Sieht man hier eigentlich einen Unterschied auch? Achso, nee, kann man ja nicht. Ist ja. Ah, ich bin auch dumm. Also er ist belegt, alles ist super. Fallschirm ist scharf. So, wir kommen auf dem Eisschelf runter. Also das ist schon mal cool. Genau, man kann sich natürlich als Kerbonaut bewerben und zwar dann einfach direkt mit den Kerbel-Dollar, die man hier im Stream sammeln kann. 1000 Stück gibt es einen Kerbel. Und den gibt es dann auch direkt. Crewbericht ist noch eine schöne Idee, ja. Mal gucken. Also die 45 werden wir, glaube ich, nicht knacken. Dafür brauche ich ein paar mehr Biome mit EVAs. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Wie kann ich sehen, wie viel Körbeldollar ich habe? Wenn du übers Bild gehst, kommt so ein kleiner Daumen hoch, Körbel. Da kannst du dir angucken, wie viel du schon gesammelt hast und kannst Glücksspiel machen und solche Sachen. Ich warne ausdrücklich vor dem Glücksspiel. Es soll Leute geben, die da sind ja schon sehr weit mitgekommen, aber es soll Leute geben, die haben sich damit auch schon ziemlich kräftig aufs Gesicht gelegt. So, ich glaube, wir haben es. Wir versuchen jetzt hier mal eine schöne Winter Wonderland Landung hinzulegen. Hahaha. Unintended Wordplay. Play of Words. Word Game, genau. Ein Wortspiel. Hahaha. Sorry. So. Aller Anfang eines Raumfahrtprogramms ist schwer. Natürlich nicht allzu viel hier, aber es ist halt auch besser als nix. Never grant access, sorry. Ja, dann ist das auch okay. Diese Entscheidung steht zum Glück jedem frei, das zu tun oder nicht zu tun. So, EVA Report. Zack. Und wir nehmen alles hier raus. Und wir gehen da wieder rein. Und dann können wir noch einen Crewbericht machen. Runde Landung. Zack. Und dann schauen wir mal. Ich denke, die 20 werden wir geknackt haben. Die 20 werden wir geknackt haben und dann schauen wir mal, wie viel uns fehlt. Schauen wir mal, wie viel uns fehlt. Aber wir werden das hoffentlich noch hinbekommen, einen verdammten Polarorbit zu fliegen. Was habe ich vergessen? Ach, wir kriegen ja noch mal. Nee, aber da haben wir fast nichts für gekriegt. Warum haben wir denn? Okay, ist mir eigentlich auch egal. 33 Cent haben wir gekriegt. Ist okay für mich. Also ich beschwere mich nicht. Strom incoming. Ja, jetzt machen wir Dingsbums Science. Dangerous EVA. Ja, okay, wir haben noch einen Ribbon gekriegt. Oh ja, stimmt, der war auch der Erste, der eine EVA gemacht hat. First North Polar Lander Ribbon. Okay, wie sie alle Erfahrung sammeln. Da waren wir fleißig. Danke für den Host. Ja. Dann lasst uns doch jetzt tatsächlich folgende Dinge tun. Das erste ist, wir warpen zum nächsten Morgen, weil ich möchte nicht im Dunkeln mit euch rumfahren.
Und ich habe noch nicht so besonders viele Lampen, die ich anbauen kann. Das zweite ist, wir machen Local Science an. Warum kann ich den noch nicht? So viel braucht man dafür. 275 Reputation. Okay. Also Setup Costs sind 5000. Das ist okay. Kein Strom und dann Moon. Nee, wir machen jetzt. Yes. Local Science. Feuer frei. So, wir machen jetzt die lokale Science fertig, indem wir uns diese Flugzeugteile hier holen. Mit denen können wir uns ein kleines Flugzeug, also ein Rollzeug bauen, an das wir Experimente anbauen und werden dann jetzt hier ganz viele Wissenschaftsexperimente lokal einsammeln, die uns dann wiederum Basic Science und so weiter ermöglichen in die andere Richtung und hoffentlich noch ein paar Sachen mehr. Das werden wir gleich sehen. Research. Oh Gott, ist das teuer, das Zeug. Wir brauchen die Jet Engine. Wir brauchen die verdammten Räder. Wir brauchen die MK0 Liquid Fuel Fuselage. Wir brauchen den Small Circular Intake. Und ja, because of Gründe. Nee, eigentlich brauchen wir es nicht. Niemand hat die Absicht, das Teil zu kaufen, ehrlich gesagt. Das Flugzeugcockpit. Ich spare mir das Geld erstmal noch. Es kommt auf jeden Körbeldollar an. Lasst uns Experimente sammeln. Also wir kriegen einen Bonus drauf, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch so eine Art Fahrzeug bauen. Ich nenne es mal so eine Art Fahrzeug, weil es ist auch wirklich nur so eine Art Fahrzeug. Es wird spannend. Es gibt ein Flugzeug. Freu dich nicht zu früh. Freu dich bitte nicht zu früh. Es ist eher ein Auto. Und wenn ich Auto sage, meine ich einen ganz schlimmen Unfall damit. Aber wir werden sehen. Wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Wir machen das Beste draus. Vielleicht können wir tatsächlich sowas Ähnliches wie ein Auto draus bauen. Wenn wir sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Oh, Strom wird auch hier wieder ein großes Problem werden, glaube ich. Der Kraken freut sich auf ein Flugzeug. Nein, niemals. Im Ein- und Aussteigen wird schwierig werden, ne? Na gut, Auto, hatten wir gesagt. Meine, what's the worst that could happen? Also, wenn ich sowas hier baue, kann ziemlich viel Worsiges happen, sehe ich gerade. Das möchte ich vielleicht nochmal zugeben. Das ist tatsächlich gefährlich. So. Und jetzt. Warum sind die einfach falsch rum? Moment. Es wird aber auch nicht besser, wenn ich so. Doch, es wird tatsächlich besser, wenn ich so mache. What? Okay. So. Zip. So, damit können wir schon mal lenken. Gut. Ich würde sagen, gut. Dann brauchen wir für das ganze Ding noch einen Antrieb. Den würde ich folgendermaßen konzipieren. Ihr seht, ich bin ein großer Flugzeugingenieur. Flugzeuge waren schon immer. Mit Flugzeugen wollte Squatty-Spiel auch einfach ärgern. Nee, es gibt tatsächlich Leute, die sehr, sehr gute Flugzeuge bauen. Ich ziele mich explizit nicht dazu. Aber es gibt sie. Tatsächlich. Ich
traue mir zu, ein Raketenauto zu bauen. Also ein. Das ist im Prinzip auch schon wieder falsch, die Aussage. Ich traue mir zu, ein Jet-Flugzeug-Auto zu bauen. Wir nennen es das Science Car oder so ähnlich. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall in die Nähe unseres Ausstiegs die Experimente packen, damit wir da immer gut rankommen, um sie zu resetten. Dann kann der Wissenschaftler nämlich eine kleine Tour machen. Und wir müssen nicht ganz so viele Experimente mitnehmen. So sollte das eigentlich passen. Check. So. Das Körbel-Fahrprogramm. Genau. So, da packen wir jetzt einen Wissenschaftler rein, denn ein Wissenschaftler hat natürlich die hervorragende Eigenschaft, in unserem Falle Bob, dass er diese ganzen Experimente resetten kann. Und weil ich damit rechne, dass wir natürlich gleich hochperformant. Hier. Es ist natürlich. Ist, man muss auch ein bisschen in der ganzen Sache drin bleiben. Oh, was können wir denn hier? Oh ja. Sehr schönes Fahrzeug. Sehr schönes Fahrzeug. Okay. Wir werden jetzt also ein bisschen Wissenschaft betreiben am Kerbin Space Center und uns dafür ein paar Bonuspunkte noch holen. Grasslands hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir hatten keinen Splashdown bisher auf Grasslands. Das heißt, wir können dann gleich einmal von der Rollbahn runter noch. Okay, wir sind schon mal nicht explodiert. Ah ja, SRS ist natürlich nicht. So, Gut, Bob hat die Haare auch sehr schön. Crew Report from the runway. Check. Und please Bremse. Lock. Observe Mystery Goo. Check. So, und jetzt kann Bob hier einmal raus. Mensch, Bob, du hast aber auch echt einen hübschen Anzug. Also blau und orange geht auch ganz hervorragend zusammen. Ganz, ganz hervorragend. So, und jetzt nehmen wir das nämlich alles. Collect Data, Remove, Restore. Zack. Take Data. Take Data. Die müsst ihr auch einmal taggen. Und wieder rein. So. Chu-chu. So, und Bremse raus und Triebwerk an. Das Schöne ist, dass das Triebwerk auch ein bisschen uns auflädt. Ach, wir können aber auch. Ist da was? Grasslands ist auch hier drüben irgendwo. Das Triebwerk lädt uns auch ein bisschen die Batterie wieder auf. Okay, bremsen. Ach, das ist sogar Shores. Und Pock, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Auch wenn das heute nicht so sehr nach Raumfahrt aussieht, das ist eher Rausfahrt. Das stimmt schon. Also der Freudsche Versprecher war natürlich völlig korrekt. Heute ist eher eine Ausfahrt statt Raumfahrt. Wir sammeln Wissenschaftsdaten vom Kerbin Space Center, weil wir frisch angefangen haben und irgendwie nicht genug Daten beisammen haben, um hier unserem Auftrag nachzukommen, den Mond zu besuchen. Dafür fehlt uns nämlich Batterie Power. Wir können noch nichts speichern. Deshalb. Das Flugzeug ist nicht mehr geflogen. Was ist da für eine Engine dran? Das ist das kleine Juno-Triebwerk, nennt sich das. Das ist die Juno Jet Engine. Das ist die ganz kleine erste, die man kriegt. So, dann Bremse raus. Jet-Triebwerk hochgefahren. Auf zum Atem. So, wir fahren mal darüber. Fahren aber natürlich nicht zu schnell, das ist nur gefährlich. So, ich würde sagen, wir klappern die Buden einfach eine nach der anderen ab. Die Räder schweben. Die Räder schweben überhaupt nicht. Die haben voll Kontakt. Das sieht nur gut. Das sieht nur von hier hinten so komisch aus, weil die so gut aufsitzen, dass es aussieht, als ob sie schweben.
Was für eine Höchstgeschwindigkeit hat das Jetcar? 12,4 Meter pro Sekunde. Oh. War das was Wichtiges? Oh, das war unsere Nase, glaube ich. Air-Intake weg. Sekundär-Air-Intake weg. Ihr seid heute aber auch sehr freigebig mit den Fans. Ich lasse das mal minimalst gelten. Aber ich finde eure Benutzung von Fails... Ach, ich brauche dieses Darth Vader-Ding. Ich finde ihren Mangel an Glauben enttäuschend. War das richtig? Die Line? So, immer noch Shores. Und andocken. Please. Hock, müsste eigentlich klappen. Eigentlich müsste es klappen. Zack. 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 Ah ne, haben wir schon. Okay. Dann los geht's. Jetzt kommt, glaube ich, gleich wieder diese leidige Diskussion. Des Rückwärtsgangs. So, EVA Report. Zack. Und rein damit. So. Wie machen wir das am besten? Gibt's hier eine Schubumkehr bei dem Ding? Kann ich nicht, ne? Dann bleibt uns nur eine Wahl. Wer sein Auto liebt. Der schiebt. Oh, irgendwie? Irgendwas passiert gerade Komisches. Wer weiß. Unser Auto will nicht geschoben werden. Ich glaube, unser Auto hat eine Kaltverschmelzung durchgeführt. Mit diesem Gebäude. Ich glaube, er überlegt sich das gerade. Ich weiß aber nicht, ob ich in der Nähe dieses Fahrzeugs sein will, während es sich das überlegt. Okay, cool. Au, au, au. Nein, nein, töte mich nicht. Töte mich nicht. Oh, viel erreicht. Voll gut. Okay, cool. Vielleicht hätte ich die Bremse anziehen sollen. Scheiße. Wait a minute. Mr. Postman. Halt. 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 Dankeschön. Nein, nicht wieder in die Richtung. Ich muss ja jetzt hochklettern irgendwie. Jetzt warte doch mal auf mich, blödes Auto. Konnte hier irgendwo klettern. Da vorne vielleicht? Kann man da nicht einfach rein? Das ist doch eine Tür, oder? Oh, wait a minute. Warte doch auf mich, bitte. Irgendwas ist da nicht gut, wenn ich so Sprünge mache. Eben hatte ich doch einen Climb. Ich hätte doch nur gerne den Climb nochmal. Hier klein. Leider nicht. Okay. Am Pott vorne. Haha! Ich bin unbesiegbar. Fast. So. Weiter geht's. Das war doch gar nicht so schwer. Ja, wenn ich eine Leiter hätte in den Mickey, dann würde ich das sehr gerne tun.
Handbremse rein. So. Astronautenkomplex. Neo, da wird immer Chance angezeigt, das kann er nicht unterscheiden. Ich bin jetzt erstmal im Astronautenkomplex. Für die Fahne selber muss man die Fahne auch noch berühren. Das ist so der alte Trick, dass die Fahne auch nochmal eigene Punkte gibt. Aber man muss sie halt tatsächlich berühren. So, EVA-Report hatte ich. Richtig, richtig. So, es wird auch langsam. Jetzt versuchen wir mal so minimal die Fahne zu berühren wie irgendwie möglich. Das sieht, glaube ich, gut aus. Ich glaube, das könnte funktionieren. Und wir kommen dann tatsächlich sogar noch weiter. Haha! Ich weiß gar nicht, bleibt die Bremse drin, während ich draußen rumtone eigentlich? Spannende Fragen. Tech Data. So, das geht aber ganz gut vorwärts. Ich glaube, damit werden wir viel Freude haben mit diesen Wissenschaftsdaten. Bitte? Oh! Kein Platz mehr. Der Pod ist limitiert. Seit wann ist denn der Pod limitiert? Holy shit. Wer macht denn sowas? Dann werden wir die Dinge wohl voneinander getrennt recovern müssen und eine neue Tour starten. Hilft ja nichts. Ach, das ist ja blöd. Vielleicht haben wir genug Kohle, um uns schon dieses Science-Sammel-Experimenten-Ding zusammen freizuschalten. Seit wann ist der denn limitiert? Was ist das denn passiert? Ich habe da schon gefühlt 300 Experimente drin gespeichert. Dafür gab es keine Ribbons. Ich bin ein bisschen enttäuscht. So, guck mal, das gab direkt schon mal 5,2 Bonus-Science. Sehr schön. Davon können wir uns aber leider noch nichts kaufen. So. Ist gelesen, Marvel. Aber... Achso, du meinst, dass das vielleicht einfach das Experiment war? Das werden wir gleich sehen. Wir fahren jetzt einfach nochmal los. Und fahren hier hinten die anderen Gebäude ab. Also wir haben jetzt Administration Building, Flagpole und Astronaut Complex haben wir soweit. Eventuell eine EVA, die nicht am Flagpole war. Wir fahren jetzt zum Spaceplane Hangar, Mission Control, Vehicle Assembly Building. Haben wir noch dann Research and Development, dann Tracking Station Ding, Crawlerway, das Launchpad. Und wir müssten eigentlich nochmal Grasslands mitnehmen. Aber eins nach dem anderen. So, wir sind doch gut unterwegs. Gibt ein Flug High over Kerbin nicht mehr Forschung? Was meintest du mit Flug High over Kerbin? Also ja, aber die gibt halt nur einmal Forschung. Und die habe ich schon. Falls du das meinst, vielleicht reden wir auch aneinander vorbei. Wo habe ich jetzt? Habe ich nicht geguckt, ob Bob drin sitzt. Ich hoffe, Bob sitzt drin. Sonst müssen wir ihn nochmal recovern. Das Schöne ist, es kostet halt nichts und es gibt uns ein bisschen... Es gibt uns ein bisschen Wissenschaftspunkte. Und mit ein bisschen Glück und Tücke und Spucke kommen wir damit sogar auf 2 Experimente.
fährt aber wie eine 1, kann man nichts sagen. So. Jetzt fahren wir hier mal schräg wieder rauf, dass ich mir vielleicht nicht gleich wieder die Nase abreiße. Als erste Aktion des Tages. Ich bin ja eingeschränkt. Lernfähig. Ich bekomme einen Fehler von 8 Modules, ja. Wenn ich es hochstarte. Aber nur sehr eingeschränkt lernfähig, das möchte ich nochmal unterstreichen. Sehr, sehr eingeschränkt. Upp. Ist hier schon irgendwas? Nee, ne? Ah, doch, geht schon. Dann bremse rein. So. Zack. Report. Zack, zack. Und hinein. So. Handbremse raus, Triebwerk an, weiter geht's. Kurz beim Mission Control ran, ja, ne? Ganz kurz. Und dann fahren wir rüber zum VIB und R&D und dann rüber zum Links. Ich glaube, so ist die Kombination ganz nett. Fiese Kante. Muss das hier auch schon funktionieren? Mission Control, jawohl. Ach, Display. Lock Pressure Data. Observe Mystery Goo. Sehr schön. Wann wird das Jetcar die 100 Meter pro Sekunde knacken? Wenn es ein Flugzeug geworden ist. Crew Report. So, dann sammeln wir einmal wieder alles ein. Wupp. Und weiter geht's. Jet Car, Best Car. Also wirklich das Schöne ist auch, dass es zwischendrin einfach die Batterien auflädt. Ohne irgendwie Probleme zu verursachen. So können wir relativ lange rumfahren mit der kleinen Batterie. Tja, Batterien wird ein Thema, ey. Das wird echt ein Thema. Bei dem Mondflug. Ich bin nicht sicher, wie das funktionieren soll, weil es verbraucht halt auch echt viele Parts, ne? Muss ich doch erstmal mich diesen Touristenflügen zuwenden, um die ein bisschen zu bespaßen, damit die mir ganz viel Geld geben. Damit ich davon alles bezahlen kann. Also irgendwie werde ich es finanziert bekommen, das auf jeden Fall. Gelacht. So. Dann bremse raus und los. Auf zum R&D.
Ja, ich muss auch noch gucken, dass ich die das Surface Experiment Pack werde ich, glaube ich, wieder rausnehmen noch, weil das macht einfach auch gar keinen Sinn mehr. Weil es gibt ja jetzt ein Stock Surface Experiment Pack, also warum sich mit dem Mod belasten? Das ist eher mir ein bisschen durch die Lappen gerutscht beim Upgraden, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, dass das drin ist. Funktionieren die 1.6er Saves in der 1.7er? Das weiß ich nicht. Der 1.45er hat so lala funktioniert. Also ich musste sehr viel ummeditieren. Es kommt halt leider darauf an, was für Bauteile du benutzt hast. Es gibt so ein paar Sachen, die leider nicht den Weg mit rüber geschafft haben. Leider. Zum Beispiel der Construction Port hat einfach stumpf einen neuen Namen. Und wenn du den natürlich überall verbaut hast, dann macht das richtig viel Spaß. So, EVA Report. In der Theorie müsste er uns das jetzt gleich alles um die Ohren hauen. Also beziehungsweise jetzt müsste es nochmal passen sogar. Jetzt haben wir nämlich exakt 20 Experimente beisammen. Zack. So, dann fahren wir jetzt zur Tracking Station als nächstes. Haben wir hier alles? Hammer. Tracking Station. Los geht's. Was macht er da eigentlich? Er sammelt Wissenschaftspunkte. Er sammelt Wissenschaftspunkte am KSC. Tatsächlich bebonuste Wissenschaftspunkte vom KSC, muss man noch dazu sagen. Also ich habe auch noch eine Strategie. Oh nein! Strategie dafür aktiv. Das war nicht so gut, hier drauf zu fahren. Schön langsam und vorsichtig jetzt. Also ich bekomme sogar noch 20% Bonus für den Mist. Was prinzipiell auch nochmal begrüßenswert ist. Denn damit sollte ich hoffentlich Strom und noch irgendwas freischalten können. Ich muss mir nur überlegen, was es ist. Aber erstmal machen wir es fertig, bevor wir uns überlegen, wie wir es ausgeben. Muss man es immer erstmal verdient haben. Ein generell weiser Ratschlag im Leben. Erst Dinge ausgeben, wenn man sie hat. Report. Zeit EVA Report. Tank Data. Willst du da Missionen? Nee, es gibt da keine Missionen tatsächlich. Ist nur so ein kleiner Trick und eigentlich auch fast unumgänglich, wenn man nicht super experimentell rumfliegen möchte, in einem Hard Mode, um irgendwie deine Bauteile zusammenzubekommen. So, wir düsen jetzt mal auf den Crawlerway drauf als nächstes. Oh, das sieht ja alles sehr gefährlich aus. Ich hoffe, so klappt das halbwegs. Geht so. Ja, geht. Bremsen wir mal ein bisschen schon. Und Bremsung. Sehr schön. So, haben wir es gleich. Block Temperatur. Block Pressure Data. Was war nochmal mit dem Monolithen da hinten? Ich glaube, den hat man sich nur angucken können, ne? Da konnte man, glaube ich, nichts mit anfangen. War das schon mal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das Science drin war. Habe ich nicht gut genug aufgepasst. Also man kann wohl doch mehr Experimente sammeln und ich habe einfach vorhin versagt und eine falsche EVA eingesammelt. Collect data. Zack. Restore. Zack. Take all the stuff. Habe ich schon EVA-Report gemacht? Ja. So. 30 Data und weiter geht's.
Endcounting. Endcounting. So, ab aufs Lauchpad. Hoffen wir, dass es irgendwann ein Launchpad wird. Unglaubliche Geschwindigkeit. Das Launchpad? Stimmt, Mist, Launchpad haben wir ja schon mal mit so ziemlich allem gemacht, ne? Ah, ich bin auch Failbob manchmal. So. Dann bin ich mehr und du hast die Mobsgeschwindigkeit. Magnus, was hast du verpasst? So viel jetzt nicht. Ich glaube, das können wir so lassen. Okay, dann holen wir den doch rein. Ich glaube, die meisten Sachen haben wir erwischt, tatsächlich. Mit Local Science. Okay, dann gucken wir mal, wie viel es ist. Ich hoffe ja... Also 45 haben wir auf jeden Fall geknackt, weil die hatten wir vorhin schon fast. Shores hatte ich gerade schon eingesammelt. Grasslands könnte ich noch. Ja, 96, sehr schön. Das heißt, wir können uns zwei Sachen kaufen. Und er hat ein Research Ribbon 2 gekriegt. Okay, gucken wir mal. Wir sollten wirklich sinnvolle Dinge nehmen. Also wirklich, wirklich sinnvoll ist auf jeden Fall Basic Science, um hier an die Batterien zu kommen. Auch wenn das erstmal sehr wenig ist. Wir brauchen dann unbedingt 90 die nächsten 90 Forschungspunkte. Wüsste ich schon, wo ich sie investieren würde. Aber es ist erstmal besser als nix. Und es gibt uns auch ein paar neue Experimente, was auch eine gute Sache ist. Das wird uns science-mäßig wiederum ein Stück weiterhelfen. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, mit einem Probe Core, das wäre tatsächlich eine Überlegung wert, zu sagen, wir fliegen mit einem Probe Core unseren ersten Moonflyby, um Gefühl für die Batterien zu bekommen. Ich glaube, ich mache das tatsächlich so. So, Freunde, es geht wieder zurück ins Weltall, hoffe ich. Ah, lasst uns noch kurz nach Aufträgen gucken. Aber gleich geht's wieder zurück ins Weltall. Aufträge, und ich glaube, ich habe die Science auch noch nicht komplett ausgegeben. Ich bin so überschwänglich erfreut, wieder ins Weltall zurück zu können, dass ich hier einfach vergesse, meine Science auszugeben. Was machen wir damit? Wir machen damit... nobody cares about this stuff. Flight Control ist ein Inline Reaction Wheel. Das könnte natürlich interessant werden für die ersten Touristenaufträge, ne? Einfach einen Zweisitzer zu haben. Würde ich mir für nach dem Mond aufheben, tatsächlich, obwohl macht nicht. Wollen wir nicht erstmal Touristik machen, um die Kohle zu kriegen? Ich brauche eigentlich die Touristikkohle, ne? Tja, nimmt man da eher den oder nimmt man eher den? Damit könnten wir den Titus schon mal hochschießen, ne? Und ein bisschen Wissenschaft mit den neuen Instrumenten. Ich nehme jetzt mal das. Das habe ich so noch nicht probiert. Ich würde mal diesen Weg gerne gehen wollen. Ist das eine schlaue Idee? Wir hoffen einfach, dass es eine schlaue Idee ist, okay? Hat auch Ablator dran, ne? Total abgefahren. Ich nehme den jetzt. Zack. So. Also. Kaufen. Damit haben wir einen Zweisitzer. So. Das ist gleich für die Dings. Für den Mondausflug. Aber ich kaufe die Experimente, die hier drin sind. Zack. Den Science Junior auch noch.
Und auch das Experiment Storage Unit. Zack. So, können wir noch irgendwas mitnehmen? High-Gain-Antenne brauchen wir jetzt noch nicht. Weil damit können wir ein bisschen Science einsammeln an Orten, an denen wir noch nicht waren. Okay, und jetzt können wir den komischen Touristen-Kick-Off machen. Es ist nämlich nur einer und der muss für 4 Stunden ins Weltall. Okay, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Kick-Off Space Tourism. Die haben schon ganz andere Wünsche noch, aber später. Wir machen jetzt erstmal den hier, der bezahlt viel mehr. Der bezahlt viel mehr. Die Batterie kann ich gleich noch frei schalten. Nikolai, warum Neustart? Weil das Safe Game tatsächlich nach über 2 Jahren auf der 1.7er dann gar nicht mehr spielbar war. Dann gab es eine Abstimmung im Discord und die Entscheidung war, zu 80%. Ich muss nachher mal gucken, ob der sich noch irgendwie gedreht hat, aber wir hatten über 40 Teilnehmer zu dem Zeitpunkt und zu 80% war die Aussage, oh ja, nee, dann lass uns doch einfach neu anfangen, was ich prinzipiell okay finde. Muss man drüber sprechen können. So, das Ding wiegt 1,52 Tonnen. Tja, ist jetzt die Frage, reicht uns das fallschirmmäßig, ne? Nehmen wir 2. Nehmen wir einfach 2. Ich kaufe mir die jetzt mal. Radial Mounted Parachutes. Zu 80% eindeutig. Also zu 80% war sie für den Neustart. So wird tatsächlich ein Schuh draus. Und hat mich auch etwas überrascht. Aber ein Fallschirm reicht obendrauf. Vorsichtig skeptisch, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr das sagt, vertraue ich euch mal. Wir nicht. So, sieht auf jeden Fall schön scheiße aus. Tourist Craft One. So, dort werden wir körbelmäßig. Heute ist Valentinertag, also wird Valentina hinfliegen. Den Tito mitnehmen. Keine Sorge, Tito, das ist unsere erfahrenste Pilotin. So, der löst dann scheinbar diese gesamte Kapsel, nehme ich an. Aus der Halterung raus, wie eine normale Vostok-Kapsel. Das heißt, ich bräuchte da keinen Dekabler, gehe ich ganz stark von aus. So. Und wir brauchen dann natürlich ein Triebwerk, um es in den Orbit zu bewegen. Das machen wir so. Haben wir schon irgendwas Payload-mäßig? Ist ein Service Bay 1,25 Meter. Das könnten wir jetzt tatsächlich mal aktiv nutzen, indem wir sagen, wir bauen das hier ran. So, wir machen jetzt mal ein paar Sachen startklar. Und zwar die ganze neue Science, die wir im Orbit nochmal kriegen können. So, das ist jetzt nämlich vakuummäßig sind das 1900. Den Fallschirm machen wir noch getrennt. Keine Sorge. Staging zum Schluss nochmal gecheckt. So, dann haben wir hier nämlich eine Upper Stage, auf der wir unter anderem auch noch ein bisschen. Also wir haben Piloten mit dabei, einer muss dabei sein, Tito muss an Bord sein, Orbit über 75 Kilometer, er will da 4 Stunden bleiben. So, wir haben hier jetzt Strom für 41 Minuten. Das ist relativ kurz, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Batterien. Und davon brauchen wir ein paar. So, wird mal mit 4 anfangen. 4 Stunden 51 Minuten ist mir fast ein bisschen zu knapp. Das sind auch nur 3, ne? Ja. Ich nehme mal 4 mit. Tatsächlich. Dann stressen uns das. Aber die können wir da reinbauen eigentlich. Dann mit dem anderen Geraffel. Stören die nicht so. So, jetzt haben wir einen Tag 15 Minuten. Das sind 6 Stunden, glaube ich, insgesamt so ein Tag. Körbelzeit. So, den hier können wir auch noch irgendwie. Tja, wie bauen wir den denn da rein? Das ist eine gute Frage. Orbital Telescope würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Hallo? Orbital Telescope? Anyone?
Okay, der will irgendwo angebaut werden, scheinbar. Oh, das Teleskop will nicht mitspielen. Tja. Oder jetzt? Ach doch, da wäre eine Halterung, ne? Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht gut funktionieren. Ja, ist obstructed, okay. Wohin klappt er das denn aus? Okay, so funktioniert das. Tranquility Base here. The Eagle has So landed. funktioniert das nicht besonders gut. Mackes, vielen lieben Dank für den Resub und natürlich auch für die Glückwünsche für einen erfolgreichen Neustart. Ich werde mein Bestes geben, dass dem so ist. Wir haben noch nicht wirklich Attachment Points dafür. Das heißt, wir werden das Teleskop wahrscheinlich erstmal hier lassen müssen. Obwohl, hast du hier oben irgendwie noch ein Attachment Point übrig? Nö. Hier wäre einer gewesen, ne? Verwechsel's immer. Ist aber auch eine komische Seite. Wenn das nicht beim Wiedereintritt so fürchterlich schief gehen würde, ne? Noch nicht freigeschaltet, geht noch mit Universal Storage. Ich glaube nicht, es braucht nur ein Attachment Point. Also ja, du hast natürlich in den einzelnen Bays hast du natürlich super Attachment Points, aber ich glaube, wenn du außen einen hast, kannst du es anbauen. Ich habe nur noch keine Attachment Points. Also ich habe auch jetzt nichts, wo ich relativ einfachen Attachment Point mit erzeugen könnte. Deshalb werde ich das jetzt, glaube ich, auch lassen. Hätte ich jetzt so ein Mikro-Gedöns-Strut, hätte ich ihn jetzt rangebaut, aber ist okay. Trotzdem würde ich dann das Ding hier gerne mitnehmen. Sieht auch wieder ganz hervorragend unvorteilhaft aus. Vielleicht können wir das seitlich an so eine Batterie bauen? Nö, auch nicht so eine gute Idee, ne? Was könnte man da drunter klemmen? Ach, eigentlich auch egal. Das bleibt einfach da dran. Muss nicht immer alles symmetrisch sein. Da bin ich mittlerweile nicht mehr so wählerisch, wenn ich Science brauche. So. Aha. Genau, es passt da am besten ran, aber es geht natürlich auch ohne. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. So, dann. Milana, vielen lieben Dank. Ganz herzlich willkommen an dich und deine lieben Zuschauer fürs Vorbeihosten. Ihr hattet einen schönen Stream. Was gab es heute bei euch Schönes? Jetzt nochmal das Teleskop testen. Was meinst du damit, das Teleskop auf? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Glaube ich sogar eine sehr schlechte Idee. Das machen wir nicht. So. Obwohl eigentlich, aber es braucht halt ein Attachment Point, ne? Es will halt wirklich ein Attachment Point haben und den kriegt sie einfach nicht. Das ist auch okay. Ich kann damit leben, dass es heute nicht mitkommen will, das Teleskop. Das darf dann beim nächsten Mal mitkommen. So. Ja,
Lunensis, Nilana, hi, ganz herzlich willkommen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wir bauen hier gerade ein bisschen Raketen, wie es immer so ist. Ich denke, ab so wollte es fast reichen. Schwivel. Zack. 3,8. Wir haben noch ein bisschen Drag dahinter. Dann machen wir dann noch Boost darunter, wenn es das Gewicht noch zulässt. Oh, mit Ach und Krach. Mit Ach und Krach. Zack. Sehr schön. Okay, dann haben wir noch ein paar Bauteile übrig. Die könnten wir die Flossen nutzen. Dann hoffen wir mal, dass wir den Turi nicht auf dem Startpad killen. Lies dir genau den Namen des Teleskops durch. Ich lese mir genau den Namen des Teleskops durch. Universal Storage 2 Orbital Telescope. Yes. Aber ranklemmen kann ich es trotzdem irgendwo anders. Bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren würde. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir das hier nach oben bringen. Das wird funktionieren. Wenn auch nicht besonders gut. Das wird auch funktionieren. Naja, für den Anfang ist es okay. So, dann haben wir nachher insgesamt 4195 mit ein paar Verlusten auf dem Weg kriegen wir das ganz gut auf die Kette. Okay, dann sind noch ein paar frei. Nutzen wir sie doch. Hier noch ein paar Flösslein. Dann geht's das erste Mal mit dem Touristen. Kann die eigentlich auch explodieren? Was kann auch explodieren? Die Rakete? Prinzipiell kann sie das. Ich wäre allerdings nicht besonders dafür. Wir haben Outlaws of the Old West gespielt. Survival im Wilden Westen. Oha. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Ich bin jetzt leider nicht so derjenige, den Wilder Westen so hart anspricht. Survival schon, Wilder Westen eher nicht so. Ah, es ist halt immer so. Irgendein Tod musste nachher sterben. War es denn gut? War es denn gut? Und wir klingt nach Multiplayer. So, ich stelle das jetzt mal raus und hoffe das Beste. Gott, oh Gott, bitte geh nicht kaputt. Nicht den Touristen killen. Das wobbelt ganz schön an der Einverbindungsstelle, aber alles sieht gut aus. Tito ist drin, Valentina ist drin und dann fliegen wir lieber los, bevor wir umkippen. Okay, okay. Boop, boop, boop. Du warst die letzten Male nicht dabei, Epsilon. Das ist super, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir haben von vorne angefangen. Und los. Weg. Fuck! Rakete kippt weg. Komm hoch. Das war jetzt nicht so geil, aber muss. Muss jetzt. Ärgerlich. Muss jetzt aber. Das wäre sonst schief gegangen. Viel mehr Neigung hätte ich nicht mehr auffangen können. Viel mehr Neigung hätte ich nicht auffangen können. So, Valentina macht den Gravity Turn. Ärgerlich. Mit Mods und DLC und 1.7. Ja, mit everything. Gut, dass der Booster nicht irgendwo gegengeklatscht ist. Das wäre ein bisschen unangenehm geworden insgesamt. Jetzt fliegt er. Ja, das war sehr knapp an einem Kapau vorbei. Aber diese Begrifflichkeit benutzen wir hier nicht. Das ist wie mit dem Kraken. Wenn man vom Kraken redet, taucht der Krake auch auf. Deshalb machen wir das einfach nicht. Komm schon, komm schon. Oh nein! Ich rede noch davon, ne? Komm schon, warum tust du das, Rakete? Warum zur Hölle beginnst du jetzt zu flippen, du Mistding? Ah, wow, ey. Mist. Das war nicht so gut. Das war sogar relativ flach. Komm hoch mit den Armen. Ich krieg sie nicht hoch. Ich krieg sie nicht kontrolliert nach oben. Scheiße. Das war's für den Flug.
Auch keine Chance mehr mit der Geschwindigkeit. Zu wenig Kontrolle. Zu viel. Ah, die hat massive Probleme mit dem aerodynamischen Widerstand vorne. Eieieiei. Komm. Gib mir ein Pro-Grade. In die Nase da hoch. Ey, ehrlich jetzt. Wow, ist das so schlimm. Das wundert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Kiste deutlich aerodynamischer ist. Aber scheinbar erzeugen die mit dem... Also ich kann sie kaum gerade halten. Die erzeugen massiven Drag mit der Kiste. Das wundert mich sehr. Das wundert mich doch sehr vom aerodynamischen Verhalten. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen Höhe zu kriegen, einfach noch. Wow. Wow, ist das beschissen zu fliegen. Ich habe lange nichts mehr geflogen, was so sehr unter der Atmosphäre leidet. Das ist natürlich schön scheiße ohne Fairing, ne? Ich glaube, wir müssen relativ... Okay, wir müssen ein anderes Startprofil fliegen. Wir müssen relativ senkrecht nach oben aus der Atmosphäre raus. Hilft nix. Weil das Ding ziemlich viel Widerstand gibt, scheinbar. Ja, ich denke auch nicht, dass das kleine Experiment hier ist tatsächlich. Ich bin da... Ich denke eher, es ist die Kugel. Sehr, sehr eindeutig sogar. Wenn ich mir das so angucke. Ist sehr deutlich die Kugel, die den Drag verursacht. Okay, anderes Flugprofil ausprobieren, dann klappt's hoffentlich. Also machen wir das mal auf. Um unsere Kugel hier zu retten. Mitsamt unserem Turi. Ja, Cookie, ich habe aber noch keine Fairings. Das war jetzt gerade so der Versuch, mich irgendwie an ein bisschen Kohle ranzuschleichen. War ein bisschen ärgerlich, aber schauen wir mal, ob wenigstens das funktioniert. Ich hoffe es inständig, sonst sind wir unseren Space Turi los. Das wird kein Orbit. Alles gut, der freut sich natürlich, der kriegt noch einen zweiten Flug gratis oben drauf, aber nicht erfüllt haben. So, jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Fallschirm funktioniert, ob das ausreicht. Um Gewicht. Schnell, aber wahrscheinlich hat er auch eine entsprechende Impact Tolerance. Hoffe ich zumindest. Unsere kleine Taucherglocke. So, und dann werden wir, glaube ich, die Rakete so... vielleicht gehe ich auf zwei Booster hoch, um am Anfang mehr Druck rauf zu bekommen, nach oben. Und vielleicht nehme ich größere Flügel, um mehr Drag zu erzeugen. So. Erstmal das. Wir müssen ein bisschen, wie gesagt, was anpassen. Ich glaube, es ist nicht ganz falsch, aber ein bisschen anders geflogen und ein bisschen am Design angepasst. Da müsste die eigentlich auch sauber, mehr oder weniger sauber in den Orbit kommen. Schauen wir mal.
Nah dran. Zack. Passenger Transport Ribbon. Für was es hier nicht alles Ribbons gibt. Aber nicht Passenger Successful Transport. Die Modliste ist ein bisschen abgeändert. Mit Ausrufezeichen CCAN kriegst du aber die aktuelle Modliste. So, jetzt will ich mal Folgendes tun. Wir nehmen jetzt einfach den Kram hier mal weg. 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 Wie viele Parts haben wir dann? Wir haben noch 5 Tonnen und 10 Parts. Das ist doch prinzipiell gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir größere Winglets nehmen. Mit ein bisschen Autorität tatsächlich sogar. Dass wir versuchen, da einfach stumpf gegenzusteuern. So, und jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass mir das Ding dann nicht kippt, wenn es steht. Und ich sagen könnte, ich stütze es einfach noch ein bisschen ab am Anfang. Machen wir ja einfach Stützräder ran. So, sieht gut aus. Dann nehmen wir die hier nämlich noch. Ah, vielleicht lasse ich die auch einfach weg. Ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Bisschen Schiss, dass mir die sonst über die Seite kippt. So, dass wir sie so ein bisschen stabilisieren am Anfang. Quasi wieder schön Stützräder rangebaut. Das ist nicht gut, das ist nicht schön. Aber ich hoffe, dass es fliegt. So. Ah, Schlaues fällt mir dazu gerade nicht ein. Kann den hier noch abnehmen, um es so gleichmäßig wie möglich zu halten. Und dann hoffen wir. Massive Scale Launch des 1 ist verfügbar. Ah, so schwere Sachen starten wir, glaube ich, noch nicht. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie viel Tonnen der erfordert. Aber das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, Kohle zu sparen. Massive Scale Launch ist 1. Naja, gut, 20 Tonnen, da sind wir noch weit von entfernt. Also müssen wir uns jetzt noch keine Sorgen drüber machen. Okay. So große Raketen können wir noch gar nicht bauen, geschweige denn, dass davon 20 Tonnen im Orbit ankommen. Das ist so, passt schon. War ein Lucky-Lucky wert. Okay, Valentina und Tito treten nochmal neu an. Also, Delta V-Anzeige sagt, oh, wird knapp. Darf kein Blödsinn fliegen, sagt die Delta V-Anzeige. Jetzt packe ich da einfach noch einen Tank rein. So. Müssen wir die hier natürlich wieder ein bisschen reduzieren. Verdammt, da bleibt nichts mehr übrig, oder?
Bisschen Boost hätte ich am Anfang schon ganz gerne. Just wait. Level 1,6. Okay. Okay, wo stehen wir jetzt insgesamt? 4,4,6 ist besser, ja. Okay. Du fliegst dann mit einem 1,4er Trust Weight. Das ist auch okay. Versuchen wir es nochmal, würde ich sagen. Versuchen wir es nochmal. Es wird spannend bleiben. Und da keine Sehe. Irgendwie habe ich dich, glaube ich, vorhin verpasst. Vielen lieben Dank für den Resub. 20 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken und Karzit. Danke für das Bit und nein, ich würde dann mal auf Glücksflossen vorne dran verzichten. So, hoffen wir, dass es nicht umkippt. Und los. Eieieiei. Der Struggle in den Orbit. Du nennst es. Vielen lieben Dank für 25 Bits. Dankeschön. Drei mittlere Punkte zu sehen vor wenigen Monaten. Ja. Das Problem ist, dass verschiedene Punkte da miteinander arbeiten. Du hast einmal das Gewicht, was immer nach vorne will, dann hast du Drag, der immer nach hinten will. Die lustige Kugel erzeugt halt relativ viel Drag. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding trotzdem nach oben bekommen. So. Auf geht's. So, die Booster werden uns nur sehr kurz unterstützen. Aber ich nutze das auf jeden Fall mal, um Schub nach oben zu generieren. So, und jetzt beginnen wir einen sehr, sehr, sehr vorsichtigen Gravity Turn, den ich wirklich nur ganz minimal ansteuere, damit wir möglichst aggressiv noch nach. Oh, das ist okay, das muss so. Damit wir möglichst gut noch nach oben steuern. Wir haben nämlich ein bisschen. Wir haben ein bisschen Toleranz, Delta-V-mäßig, dass wir nicht perfekten Gravity-Turn fliegen können und dadurch einfach schneller nach oben in dünnere Luft kommen. Also hier sieht man es ja, wie die Atmosphäre dünner wird. Wo der Drag dann in Kombination mit unserer Geschwindigkeit nicht mehr ganz so schlimm ist. Hoffe ich zumindest. Wir drehen uns schon wieder sehr schnell nach drüben. Aber ich weiß, dass ich es gerade nicht auflösen kann, weil uns diese Nase dann töten wird. Verdammt, wir haben schon wieder zu schnell gedreht. Ich versuche es mal zu halten, mal gucken, was passiert. Wenn ich noch ein bisschen Höhe kriege. Ich fürchte, sobald wir stagen, haut es uns weg. War schon wieder zu zeitig. Es ist so fürchterlich. Bitte. Versuch doch einfach Prorate zu gehen. Ehrlich? Oh, geht nicht mal mehr Prorate. Fuck, diese Kapsel war die schlechteste Idee ever. Kapsel ist ganz, 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 ganz fürchterlich. Ich muss wirklich senkrecht nach oben, ne? Okay, aber das schon mal. Das sind keine anderen Probleme, das ist definitiv die Kapsel. Das ist ja sonst nichts, was ich drehen könnte. Kardamul, das ist tatsächlich nur die Kapsel. Und das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für übertrieben, was sie ihr für Drag gegeben haben. Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Problem ist, uns geht langsam die Kohle aus.
Triple kann ich auch nicht observen. Ja, shitty. Das ist echt shitty. Ich breche das jetzt mal ab. Damit die sich fangen können. Oh, das ist echt ärgerlich. Das blutet uns gerade das ganze Geld raus, weil ich auf die Tourismusnummer gesetzt hatte. Jetzt die Kapsel so ein Riesenproblem ist. Schwieriger Start. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die Kapsel mir solche Probleme bereitet. Wie die Zwiebel oder wie das Mistding heißt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das verheizt jetzt natürlich das wenige Geld, was wir haben. Ziemlich flink. Ziemlich flink. Und wir sind so ein bisschen in diesem Space-Touri gefangen, weil ich muss den jetzt da hochbringen. Ich habe nur diese Kapsel zur Verfügung. Ich habe kein alternatives Teil, glaube ich. Mal schauen, ob ich das irgendwie anders lösen kann. Bei Zwiebeln muss man oft weinen. Ja, das stimmt. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Also, was mich wirklich ärgert, ist, dass ich weiß, wo das Problem liegt. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich es fliegerisch gelöst bekomme. Also, weil ich nicht die Bauteile und auch nicht die... Ich habe nicht die Wissenschaftspunkte... Auch nur noch schlimmer. So, damit verzögern wir das Problem schon mal ein Stück weit. Verlieren aber auch einiges an Delta V. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gerade nicht, wie. Ich bin tatsächlich gerade echt am Überlegen, wie ich das lösen soll, weil ich so viele Starts auch nicht mehr habe, bevor mich das richtig, richtig in den Arsch kneift. Ich gucke mal kurz in die Mission rein, ob ich irgendwas anderes habe. Was habe ich noch aktiv? Scheiße, ey, ich habe echt auch keinen Vertrag mehr frei. Ja, Neo, das stimmt. Wenn das so weitergeht, könnte das eine sehr kurze Karriere werden. Ja, da habe ich nicht den Safe-Bet genommen und ich bereue es tatsächlich. Ich hatte mich noch kurz überlegt, ob ich diese Zwei-Sitzer-Touristen-Kapsel nehme stattdessen, die in einem anderen Feld drin ist für 45 Punkte. Und ich habe gedacht, ach komm, wir nehmen jetzt auch mal was ich nicht so oft benutze, nämlich hier dieses Erbse heißt es, also P-Ding. Und ich bereue es gerade ganz bitterlich, muss ich sagen. Ich bereue es wirklich gerade ganz, ganz bitterlich, dass ich das getan habe. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber das ist jetzt so das einzige halbwegs Schlaue, was mir dazu einfällt.
Reicht uns einer? Muss noch einer reichen. Alles wird gut. Ja, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, damit könnten wir das ein Stück weit ausgleichen. Ich kann das da oben nicht aufgeben, den Tank. Ich brauche den auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Und nehme das Labor weg. Das macht die Rakete auch ein Stück billiger. Das ist ärgerlich, aber es ist, es spart noch mal ein bisschen was. Und gibt uns auch ein bisschen mehr Delta V. So, jetzt ja, einfach versuchen, ne? Ich muss gucken, dass ich die Kiste möglichst erstmal nach oben hämmer. Das Problem ist, ich lese eure ganzen Lösungen mit diesem, kann man nicht noch das oben draufsetzen und das dran. Ich habe 30 Parts zur Verfügung und 18 Tonnen. Also ich bin sehr eingeschränkt von dem, wie ich Dinge miteinander variieren kann. Also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. So, hier kriegen wir auch nichts mehr rein, ne? Ne, dann sind wir über dem Limit. Ich hatte hier aber irgendeinen Tank so ein bisschen leer gemacht. Und den kriegen wir noch voll, sehr schön. So, dann sind wir bei 1,99. Können wir den Trust Limiter noch ein Stück runterziehen. 6,8. So. Okay. Check. Und wir probieren es nochmal. Mal gucken. Ich muss noch steiler nach oben fliegen. Um Tito da seine Reise zu geben, die er bei uns gebucht hat. Damit er uns die Kohle auch gibt. Und viele weitere Space-Tourists kommen und das auch wirklich wollen. Sonst sind wir ziemlich schnell bei einer neuen Karriere. Da muss ich dann auf das andere Part gehen, definitiv. Weil das ist so der Safe Bet, diese Zweisitzer-Kapsel. Weil die ist schön inline, da hast du keinen weiteren Widerstand oder sowas. Okay, Valentina dann. Jag den guten Mann mal so senkrecht wie irgendwie möglich. Nach oben. Gibt uns jetzt in die Richtung. Also das Ding hat echt Luftwiderstand wie ein quer geparkter Schulbus. Echt bitter. So, wie gesagt, ich versuche jetzt hier wirklich eine sehr, sehr hohe, hoch angesetzte, steile Parabel draus zu machen. Ich deute die 90 wirklich nur an. So, und wir kippen erst bei 6000. Damit müsste es eigentlich wirklich, wirklich, wirklich steil werden, der Flug. Schlaues fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Weil wir müssen raus aus der Atmosphäre mit dem Ding. Und wenn wir das schaffen, hoch genug zu kommen, dass die Atmosphäre dünn genug wird, für, also im Vergleich zu unserer Geschwindigkeit, dass wir nicht zu viel Pressure drauf bekommen. Und das sieht diesmal auch tatsächlich mit diesem Nose-Cone-Hütchen ein bisschen besser aus. Vielleicht werden wir es genauer wissen. Sofort wieder weg, ne? Bitte, du bleibst hier. Das gefällt dir nicht, du bleibst hier. Er dreht sofort auch in die Richtung nach da hinten weg. Ist unglaublich. Aber ich hoffe, dass ich ihn damit jetzt... Jetzt ist er eigentlich... Sind wir jetzt aus dem Allerschlimmsten raus. Ich muss jetzt nur den Gravity Turn noch hinbekommen. Ohne mich zu verhaspeln. Dann könnte das hinhauen. Tatsächlich. Komm schon. Okay, wir kriegen Höhe. Ich verbrenne gerade unheimlich viel Sprit gegen die Gravitation. Das ist nicht super cool. Aber es ist halt besser als nix. Okay. Kriege ich ihn jetzt? Ja, ich kriege ihn gehalten. Okay. Jetzt müssen wir Geschwindigkeit aufbauen. Mal gucken, wie gut das klappt. Ah, das wird knapp.
Knapper als gedacht. Aber es sieht ganz gut aus, dass es funktioniert. So, wir gehen noch ein bisschen flacher. Zack. Sehr schön. Okay. Das war, was man landläufig, glaube ich, eine schwere Geburt nennt. Ich möchte mal dazu erwähnen, dass die Kerbal-Dollar-Punkte immer noch kostenlos sind. Die kriegt ihr einfach so beim Zugucken. Muss keiner für Geld ausgeben. Würde mich niemals erdreisten, Geld von euch zu nehmen, dafür, dass ihr einen Kerbal im Spiel haben könnt. Um Himmels Willen. Niemals. Niemals. Luca, es gibt auch noch einen anderen Trick. In regelmäßigen Abständen tauchen so kleine Klugkörbels auf bei einem Teil der Zuschauer und die geben 100 Punkte, wenn man die anklickt. Ich glaube, eingestellt sind alle, ich meine alle 25 Minuten bei 10% der Zuschauer. Also bevor du dir alles im Gamblen weghaust. Just saying. So, wir müssen über 75 Kilometer, das haben wir gleich geschafft. Auch noch ein bisschen Sprit gleich, um zurückzukommen. Ich bin aber guter Dinge. Und zerschneide auch, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Alter, nein! Wie? Selbst hier oben in der hohen Atmosphäre, sobald ich das Triebwerk ausmache, dreht es ihn halt einfach komplett herum. Wie abgefahren, ey. Wie völlig abgefahren. Die Kapsel ist echt aerodynamisch wie nix. Also sie ist halt einfach nicht aerodynamisch, grob zusammengefasst. Ist sie nicht. So. Können wir jetzt mal diesen blöden Fallschirm anklicken, please? So, Altitude auch wieder 3,5. Deployen 1211 deploy close arm. So, egal was jetzt noch passiert, wir sind safe. Im Zweifelsfall ja, Luca, aber das ist ja der Zufallsfun-Faktor dahinter, damit das auch ein bisschen ein cooles Ereignis bleibt, dass man einen von denen bekommen hat. So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt außerhalb der Atmosphäre es irgendwie geschissen kriege. Haben die Dinger überhaupt Reaction Wheels? Nö, ne? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben sie das halt einfach nicht. Oh, ich hasse mein Leben. Oh, hat er jetzt plötzlich aufgehört? Achso, scheint so, als ob Persistent Rotation nicht sauber drin ist. Das muss ich mir auch mal angucken. Also, X-Science war noch nicht okay. Schreib mir das jetzt mal auf, damit ich es nicht vergesse. Und Persistent Rotation. Auch nicht okay. So. Dann müssen wir das jetzt irgendwie wieder nach vorne gedreht bekommen, ne?
Assi ist das denn? Ja. Wollte darauf nicht reichen. La 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 la. Freddy, ich habe explizit vor dem Glücksspiel gewarnt. Mehr kann ich nicht tun. Da muss jeder eigenverantwortlich mit umgehen. So, 75 Kilometer brauchen wir. Orbit, das heißt, wir müssen halt auch die Periapsis noch über dieses Limit rüberziehen. Ich coaste jetzt mal kurz an die Entfernung ran. Also an die Apoapsis ran. Damit wir da dann unseren Burn nochmal starten. Um uns in die Richtung zu bringen. So, ich kick schon mal kurz den Antrieb an, damit er sich dreht. So. Machen das exakt auf der Apoapsis, dann haben wir da am wenigsten Verschnitt. So, zack, 80, super. Das heißt, die Zeit sollte jetzt laufen. Zeit läuft. So, wir rotieren fröhlich ein bisschen vor uns hin und gucken uns das Ganze mal aus seiner Perspektive an. Ist das seine Perspektive? Es ist nicht seine Perspektive, das ist Valentinas Perspektive. Aus seiner Perspektive sieht das so aus. Er hat da ein kleines schwarzes Guckloch. Da. Sterne. Sterne. Und vielleicht irgendwann die Sonne. Körben? Irgendwas? Ist nicht so spannend, was man hier bei unserem Raumfahrtprogramm geboten bekommt. Ein kleines U-Boot-Kuckloch. Eieieiei. Ui, da ist Körben. Faszinierend. So. Das Ganze muss jetzt 4 Stunden dauern. Ich bin zuversichtlich. Ich lasse das Licht mal lieber aus, die wollen ja was beobachten. So. Das heißt, wir machen jetzt meinen Zeitraffer an und lassen die 4 Stunden runterlaufen. In der Hoffnung, dass uns vorher nicht der Strom ausgeht. Sieht aber ganz gut aus. Hier haben wir nämlich mehr Stunden auf dem Tacho als der Turi auf seiner Wunschliste. Ja, und dann gucken wir gleich mal. Sobald er damit durch ist, werden wir ihn nach Hause bringen. Hoffentlich auch erfolgreich. Das wäre sonst ziemlich bitter. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Was uns dann immer noch fehlt, sind so ein paar Science-Punkte. Da müssen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Mission für starten. Das bringt uns halt 60.000, ne? Die ganze Nummer. Das ist jetzt nicht gigantisch. Aber es ist halt auch besser als nix. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas finden, was uns... Also ich hoffe, dass der sich jetzt öffnende Space-Tourismus dann unsere Verdienstchancen etwas ausbessert. Was hat es gekostet? Wir haben jetzt 3 Starts gebraucht, meine ich. Gekostet hat es uns 30. Also, ja, ein bisschen mehr, 36. Also wir sind noch im Plus. Und vielen lieben Dank an den Anonymous Shira für 5 Bits. Dankeschön. So, 2,5 Stunden noch. Während wir uns Körben von oben angucken. Sieht aber gut aus, also die... Der Stromverbrauch scheint wie prognostiziert zu funktionieren. Wir könnten uns wirklich überlegen, ob wir die Moonflyby tatsächlich unmanned machen. Oder uncurbled. Uncrewed.
Einfach um keinen diesem Risiko auszusetzen. Such mal klug. 1,5 Stunden noch. Ich hoffe, er genießt es sehr. War auch teuer genug. Das können wir zumachen, also mit Strom kommen wir klar. Mit dem Strom kommen wir klar. Ja, wenn wir sagen, wir nehmen Chop Core, der ist noch nicht so toll, der fliegt sich wahrscheinlich auch noch nicht so toll. Aber wir würden halt das Körbelleben nicht riskieren, ne? Ich habe noch kein Comsat-Netz. Nee, das wäre dann ein Direkt-Downlink quasi, den ich da machen müsste. Und der Flyby wäre ja auch erstmal nur ein Flyby. Also da muss ich ja nicht viel tun. Da muss ich noch nicht mal Kontrolle haben. Ich muss nur den Einschuss treffen, dass ich am Moon vorbeifliege. Alles Weitere macht dann die Schwerkraft für mich. Gleichermaßen. 9 Minuten noch. Und wir gehen auch gerade schön retrograde. Also wir können jetzt gleich dann auch eine Bremsung machen. So. Er ist zufrieden. So. Geh mal kurz. Ich überlege gerade. Ja. Mach das mal kurz. Aus folgenden Gründen. Und zum einen Evo Report. Okay, das bringt gerade nichts, aber ich würde gerne das hier disassemblen. Weil ich nicht weiß. Weil ich nicht weiß, was das mit uns macht. Auf dem Landeanflug. So, du bist scharf. Dann. Go, go, deorbit. Gott, oh Gott, oh Gott. So, den Rest nutzen wir jetzt für eine Decoupled-Drehung. Und dann hoffen wir einfach auf das Beste. Mehr kann ich nämlich nicht machen, als auf das Beste zu hoffen, in dem Falle. Wir haben noch ein bisschen Strom hier drin, das ist alles cool. Das ist ein Krampf, Schrägstrich Kampf mit der Kugel, das stimmt. Das stimmt definitiv. Und die Kappel. So. Und unser Super Saiyajin Ball fällt dann jetzt hier auf Körben zurück, hoffe ich. Ohne dass irgendjemand sterben muss. Jetzt, wie lange dauert das? Ich würde gerne irgendwann mal landen. Jetzt geht's los. Ich hoffe, es ist nicht die Ablator-Seite. Es ist natürlich die fucking Ablator-Seite, oder? Bei meinem Glück ist das die Ablator-Seite, die ich erwischt habe, na klar. Das wird super! Was heißt hier beide Fallschirme aktiviert? Es ist nur ein Fallschirm, deshalb ist er aktiviert. Und ich glaube, ich befürchte, nee, es scheint nicht die Heat-Shield-Seite zu sein. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. Ich hoffe, dass es trotzdem den Eintritt wieder überlebt. Keine taktisch gute Position für den Fallschirm. Oh mein Gott, ich will nicht hingucken. Please don't die. Please don't fucking die.
Okay, das ist schon mal gut gegangen. So, Limmel, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten. Jetzt hoffen wir mal, dass der Fallschirm funktioniert, so wie gedacht. Ich mache mir keine Sorgen um die Elektrik. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr, der Fallschirm ist scharf. Ab hier funktioniert eigentlich alles vollautomatisch, hoffe ich zumindest. Ja, aber sie sterben nicht instant bei Null Strom, also da gibt es noch ein bisschen Puffer zeitlich. Ist da unten hügelig? Da unten ist es ein bisschen hügelig, ja. Ich hoffe, die Kugel rollt nicht irgendwo in der Gegend rum. Das wäre so. Das wäre jetzt noch so das i-Tüpfelchen auf. Ist nicht so gut gelaufen. Den Hang runterrollen und dabei sterben. Aber auch das würde mich heute ehrlich gesagt nicht mehr so hart wundern. Ehrlich gesagt würde es mich nicht mehr so hart wundern. Oh wow, das ist ganz schön schnell. Hoffen wir, dass wir nicht sterben, während wir mit 12 Metern pro Sekunde aufschlagen. Mist. Was mag die Impact Tolerance von so einem Teil sein? Oh ja, und das geht natürlich den Berg runter. Oh wow. Oh wow. Vielleicht explodieren sie ja einfach so. Nein, aber sie rollen den scheiß Berg runter. Natürlich rollen sie. Ich hasse mein Leben. Ehrlich jetzt. Nein, bleib bitte einfach liegen. Nein, 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 nein. Komm, gib mir Recover-Wessel zurück. Bitte. Sei nicht so hart zu mir, Spiel. Danke. Oh nein. So ein Mist, ey. Das Ding hat kein SRS. Zumindest keins, was mir aufgefallen wäre. Holy shit. Das war echt anstrengend. Ich möchte das nicht nochmal machen. Zero Atmosphere around Kerbin. Ja, yeah. First Kerbin Orbital EVA. In stable orbit around Kerbin. Echt? War ich der erste? War sie der erste Kerbel in einem stabilen Orbit? Ach, stimmt. Ich glaube, Jebediah hat seinen Polar-Orbit nicht geschafft, ne? Der alte Stinker. Das war hart. Ich mache jetzt was Einfaches, was nicht so auf meine Nerven geht. Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. Dankeschön, Karamol, dankeschön. Position Satellite in a Polar Orbit of Kerbin. Das wäre doch mal was, oder? Außer natürlich, wenn ich wieder versage. Sind ganz schön hoch, die Specifics. Was kriegt man dafür? Dafür kriegt man ganz gut Kohle, ne? Stimmt, Satellit ohne Solarzellen ist relativ schlecht, ne? Tutors, Colo Kerbin, und das wäre später mal was. IG Adventure. Okay, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen, glaube ich, den Moon-Vorbeiflug. Zumindest probieren wir es mal mit einer unbemannten Rakete. Unbekörbelten Rakete. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Mal sehen. Die schöne Sache ist, dass wir relativ wenig Gewicht bewegen müssen. Dem Teil, der wiegt halt auch nichts. So. Die schlechte Sache ist, der hat halt gar nichts. Also der hat kein SRS, der hat kein, aber das können wir ihm geben. Der hat keinen Stromspeicher. Ist dir klar, dass deine Lichter da draußen hängen? Well. Ja, ich brauch's trotzdem.
Er hat halt nichts. Er fliegt halt so in der Gegend rum. Wie wir ihn da jetzt hinpacken. Kriegt er ein Hütchen drauf? Nee, ne? Auch nicht. Was für Vorteile das Moon Pro Programm? Das könnte man tatsächlich mal gucken. Ich glaube, es hat einen Science-Vorteil. Wir müssen noch mal gucken, was uns das kostet. Und er ist kugelig, ja, mit Kugeln. Aber der ist, glaube ich, also wenn sie ihn nicht massiv verändert haben, ist er bei weitem nicht so schlimm. Moon Probes. 400 plus Funds to Milestone Gains for the Moon. Okay, wir kriegen echt mehr Geld. Of receiving contracts for the moons, land probes in three different beams on the moon. Penalty of 100 will be applied if I cancel before the. Okay, probes auf drei verschiedenen Biomen landen. Ich glaube, ich cancel die hier und wir nehmen das rein, weil 400% Pfand für Milestone Gains hilft enorm. Wir brauchen gerade richtig Kohle. Ich bin bereit, mich. Was kostet mich das zu aktivieren? Oh, wir kriegen 100.000 in Advance. Ich bin so aufgeregt. Ja, wir machen das. Das wird uns ein bisschen aus dem schlimmsten Schlamassel helfen. So, Moon Prompts. Also hier. Hier kriegen wir 100.000, bla bla bla. Advance. Zack. Wir machen erstmal Moon Prompts. Confirmation needed. Ja, ich will keine Kürbels töten. So, Ausrufezeichen Seacan ist der Befehl, den du suchst. Taken easy, aber ansonsten hast du natürlich recht. Man könnte mal Alias einrichten. Bam, 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 bam. So, machen wir weiter mit unserem tollen Satelliten. Moon Fly by One. So, unser toller Satellit wird natürlich eine überaus effiziente Maschine sein. Nämlich, indem er uns auch ermöglicht, wieder Eintritt zu fliegen mit einem Hitzeschild, einem kleinen Hitzeschild. Voll gut. Und deshalb braucht er noch einen Fallschirm, damit wir auch das noch hinkriegen. So, wir wollen nämlich Science zurückbringen. Das wäre prinzipiell eine coole Maßnahme, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie. Das wird so ein Desaster. Aus dieser Nummer. Noch was Sinnvolles machen. So, wir nehmen mal. Passen da vier rein. Passen da mehr als vier rein. Oh, mit viel gutem Willen passen auch mehr als vier rein. Kann man euch drehen. Nicht so. Auch nicht so. Ich meinte so. Ja, guck mal. So ist doch schön. So, wir packen jetzt hier einfach eine unheimliche Menge an Batterien in die Nummer rein. In der Hoffnung, dass dadurch dieser Satellit lang genug lebt. Dass wir damit arbeiten können. Genau, das hier ist ein Science-Container, in dem kann ich alle Experimente, die ich durchgeführt habe, dann wieder einsammeln. Das wäre zumindest so mein Plan hinter der ganzen Geschichte. Jetzt gucken wir mal, wie gut ich den Plan TM umgesetzt bekomme. Hat ja auch in letzter Zeit immer ganz grandios geklappt, was ich hier so getrieben habe. So, das sind schon mal im Vakuum 2900 Delta V. Damit kann man einen ganz hervorragenden Moonflyby machen, wenn man sich nicht dumm anstellt. Und warum sind die Indicator Lights hier eigentlich so fürchterlich broken? Naja, es ist halt jetzt so. So, check. Science-mäßig machen wir jetzt hier zwei Mystery Goose ran. Einfach weil es geht. Und wir machen zwei von denen ran, als geht. Und wir machen zwei von denen ran, als geht. Warum zwei? Zwei, weil ich davon ausgehe, dass ich es schaffe.
High over Cabin zu machen und natürlich High over the Man. Ich gehe nicht davon aus, ohne irgendwelche Instrumentierung. Ach so, ich brauche da gar nicht zwei. Ich kann ja einfach einsammeln und nochmal feuern. Ha! Ja, voll dumm von mir. Ich brauche ja nur einen jeweils. Zack. Zack. Huch. Wenn ich die einsammle, sind die alle geräumt. So, noch irgendwas Dummes zum Mitnehmen? Alles gut. Du hast recht damit, aber schön, dass wir es beide im gleichen Moment noch gemerkt haben. Du hast doch ausklappbare Solarzellen. Was habe ich? Ausklappbare Solarzellen? Du meinst das hier? Ich glaube nicht, dass die funktionieren. Meint ihr, das würde... Ganz im Prinzip erzeugen sie Strom. Aber kann ich die ausklappen, ohne dass ein Körbel da ist? Wir probieren das einfach. Ich meine, who cares? Wenn die wirklich funktionieren, das würde mein Leben so sehr retten. Das wäre so schön, wenn hier einfach mal was funktioniert. So, jetzt aber nicht viel lang schnacken. Wir wollen nämlich heute noch starten. Zack. Das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee. Ist fast ein bisschen... Erzeugen lächerlich wenig. Ich kann mit lächerlich wenig leben, denn lächerlich wenig ist mehr als nichts. Ich könnte theoretisch, nicht zu verwechseln mit theoretisch. Nee, wir machen das in einer anderen Kombination. Ich kaufe mir direkt die High-Gain-Antenne. Die bauen wir einmal hier hinten an. So. Sieht auch echt schick aus. Ach. Ach. Was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. So, und Low Gain hier, Dingsbums. Ich bin noch im Orbit-Antenne. Packen wir einfach hier so hin. Da stört sie doch hoffentlich auch keinen. Ich hoffe nicht. So. Wichtig, Antenne mal unbedingt ganz nah an Antriebe bauen. Ich habe mal gehört von jemandem, der in der Raumfahrt arbeitet, dass das eine total super Idee wäre. Also um das klarzustellen, das ist natürlich überhaupt keine super Idee. Ist sogar eine gänzlich schlechte Idee, aber egal. Egal. So. Wie machen wir das jetzt? Kann man da jetzt einfach vielleicht einen großen Booster drunter hängen? Haben wir noch so viel? Oh nein, ich bin schon wieder irgendwie partsmäßig hart drüber, ne? Fuck. Okay, aber ich habe ja jetzt Solarzellen. Ich vertraue euch, ihr Solarzellen. Ich vertraue euch, dass ihr funktioniert. Close. So. Wie viel Gewicht habe ich noch? 7 Tonnen. Wie viel wiegst du? 7,65. Ich würde dich kaufen. Glaube ich. Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht kaufe ich dich. Muss ich ein bisschen Gewicht rausnehmen? So. Was denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt sind wir uns auch noch zu hoch, ja? Oh, schön. Dann nehmen wir doch einen Tank raus. Komm schon, 20,0 willst du mich verkackeiern? Huch. Habe ich das etwa zurechtgeklippt?
Ja, und jetzt ist es komplett. Jetzt ist es okay, wenn man ein bisschen hin und her geschoben hat. Leben am Limit. In diesem Falle an so ziemlich jedem Limit, was diese Rakete hergibt. So, wir haben noch ein Part übrig. Könnte man da was Schlaues mitmachen? Vielleicht machen wir einfach zwei Fallschirme ran, damit es symmetrisch bleibt. Das wird. Ja, ich weiß, keine Glücksflossen und so, aber muss gewisse Abstriche machen. For all the science. So, und das schießen wir jetzt blind, ohne zu wissen, was wir tun. In Richtung Moon. Voll die gute Idee. Weiß gar nicht. Was ich dazu sagen soll. Hätte ich nicht irgendwie 100.000 in Advance bekommen sollen? Fühle mich nicht, als ob ich 100.000 Advance bekommen hätte. Wahrscheinlich habe ich nur 60% davon bekommen. Was sehr ärgerlich ist. So, haben wir genug Thrust-Ward-Ratio? Ja, haben wir. Okay, hoffen wir das Beste, würde ich sagen. Wie lange brennst du? 42 Sekunden. Hoffen wir das Allerallerbeste. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, wir werden jetzt 17.000 Körbeldollar im Klo runterspülen, aber ich probiere es trotzdem. Ich bin so gespannt. Ein bisschen Angst. Ich glaube, das kippt. Ich glaube, dass es kippt. Nee. Ah, und ich habe kein SRS. Oh, das wird auch fürchterlich. Na gut, machen wir das Beste draus. Los geht's. Ist ja zum Glück keiner an Bord, dem das wehtun könnte. Ich werde so wenig Spaß haben bei diesem Flug. Ich werde so fürchterlich wenig Spaß haben bei diesem Flug. Bis hierhin lief's doch gar nicht schlecht. Oh fuck. Oh, jetzt wandert er mir aus. Schon, komm schon. Oh, was tust du? Rakete, was ist denn los mit dir? Holy shit, wie sie einfach hart wegbricht. Also einfach auch ohne jegliche Begründung. Einfach umgekippt. Holy fuck. Einfach flip. Sofort, instant, Instaflip quasi. Holy shit. Hab sie aber wieder. Hab sie wieder. Mehr oder weniger. Oh mein Gott. Das ist nicht zu fliegen, ne? Das ist einfach nicht zu fliegen. Ey, komm, was ist denn hier los? Wow, das ist so ein Terror. Das ist so ein Terror, das zu fliegen. Was tut diese Rakete? Also wie sie halt auch einfach hart jeden Steuerbefehl verweigert. Oder irgendwas sehr eigenwilliges anderes tut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Aber er muss massiven Luftwiderstand auch wieder haben. Nun ja, jetzt geht's langsam. Der Höhe. Ah, vergesst es. Da geht gar nichts langsam. Holy shit. Also irgendwas ist richtig heftig mit dem Luftwiderstand.
Sonnenaufgang, sehr schön. Dann habt ihr auch was davon. So. Puh. Bis hierhin mittelgeil. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das mal in einen funktionalen Zustand bringen. Mehr oder weniger. Nee, zum Moon wird es knapp nicht reichen, aber wir werden ein paar Sachen machen, nämlich unsere Signs einsammeln, die wir so kriegen können und vor allen Dingen auch gucken, dass wir... Ah, wir machen Strom. Gut aus. Dass wir in den High Carbon Orbit kommen und dort die Experimente einmal abfrühstücken. Dafür mache ich jetzt aber einmal erstmal den Orbit fertig. Und dann probieren wir uns am High Carbon Orbit, soweit das halt noch geht. Ah, es könnte knapp hinhauen mit dem Sprit, den wir noch haben. Aber auch so werden wir ein bisschen Science mitbringen können. So, ich drift jetzt mal ganz kurz. So. Es ist nicht alles schlecht. Auch wenn es noch nicht perfekt ist. Dann können wir das zumindest mal alles testen, ob der auch einen Return und sowas überleben würde. Hm? Weil jetzt genau hier keine Bodenstation ist, oder was? Zwar mehrere Bodenstationen an, aber scheinbar ist hier jetzt gerade keine. Läuft bei mir. Damit stürzen wir natürlich einfach nur sinnungslos ab. War die Idee dahinter nicht, dass es mehrere Stationen gibt? Scheinbar nicht. Oh wow, jetzt ist eine da. Cool, danke. Not. Was ist dein Problem, ehrlich? Okay, das wird auch kein High-Over. Das ist schlimm, wenn man ohne SRS fliegt und das Ding nicht komplett symmetrisch ist. Merkt man erst wieder, wie schlimm man sich sein Leben gemacht hat. Ab wo ist 250 plus, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt eine Mörderkiste, ey. So, wir machen schon mal. Danke. Okay, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön. Hatten wir den schon? Ja, ne, den hatten wir schon. Hm, aber es ist nochmal 1,4 Science. Ist okay. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt mal an die Periapsis ran und probieren mal uns hier, da ich ja total gute Werte noch habe, Delta V-mäßig, uns über die 250 Meter, also 250 Kilometer drüber zu mogeln, was ja eigentlich funktionieren müsste. Gleich. Hier so irgendwo. So, und dann könnten wir dort doch noch ein bisschen Wissenschaftsdaten sammeln. So. Zack. Bam, 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 bam. Theoretisch müsste es schon reichen, aber ich traue dem Frieden immer nicht. Ich werde diesen Eröffnungsstream mit ein paar abschließenden Worten zum Schluss auf YouTube hinstellen, um darauf hinzuweisen, dass es bei Twitch eine neue Serie gibt. Ansonsten kann ich immer nur sagen, es gibt diese Streams auch immer 60, 90 Tage, also 2, 3 Monate unter Videos zu gucken. Also die sind nicht weg.
Die sind da und die kann man sich auch immer anschauen. Also auch bei Twitch gibt es Aufzeichnungen. Und die dürft ihr gerne auch benutzen. Ich bin da gar nicht so. Genau. Also nur mal als Hinweis. Also diese erste Folge wird es auf YouTube geben. Und dann können gerne alle, die weitergucken wollen, das auf Twitch tun. So. Machen wir auch schon mal scharf. Das testen wir jetzt nämlich noch. Darfst du nur nie aufhören, weiter zu streamen? Um Himmels Willen. Ich aufhören? Nein. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier gleich. CT? Strategy changed. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass das für High Over reicht. Das darf er sowieso nicht. Ah ja, schön, dass ihr das für mich entschieden habt. Ist aber okay. Oh, der verbraucht ganz schön Strom, ne? Aber gut, mit den Solarpanelen geht das. Und damit wären natürlich auch diese Polarsatelliten durchaus eine machbare Sache. Vielleicht nehmen wir die Aufträge dann doch an. So, wir sind jetzt auf einer Höhe von über 300 Kilometern. Also theoretisch. Oh, ihr seht natürlich, wir seht nichts. Ich mache mal ein bisschen heller für euch. So. So ist das doch erträglich, würde ich sagen. Also. Also, jetzt können wir mal das mit Trills Bay machen. High over, high over. Yes. Okay, cool. Observe Mystery Goo. Das bringt uns zumindest ein bisschen Science rein. Oh, das hatten wir hier auch noch nicht gemacht. High over. Du auch nochmal. High over. Zack. So, und dann sammeln wir das alles hier. Collect all. So, dann haben wir hier nämlich fünf Experimente drin, die zusammen. 3, 22, das ist halt cool. 3,6, 22, das heißt Runde 4 oben drauf, 26, 27, oh, 36 Science, 46 Science. Okay, das ist schon wieder ein bisschen was. Das ist doch schon wieder ein bisschen was. Unter der Maßgabe, dass wir das jetzt noch schaffen, in einen sauberen Deorbit zu gehen. Und uns dabei nicht verletzen. Oh, wir haben ja auch noch ein Thermometer. Wartet, wartet, ich habe mein Thermometer vergessen. Oh. Das sind ja auch noch mal 7 Science. So, und jetzt deorbiten wir. Temperaturscanner. Oder wie wir ihn in Fachkreisen auch unter Wissenschaftlern nennen, das Thermometer. Aber danke fürs Erinnern, Antrax. Ich habe auch erst beim Drehen gedacht, so, ah, Mist, da war noch was. So, das sieht doch ganz gut aus. Ein Re-Entry. Gehe auf 25 Kilometer und dann mache ich aus. Aus. So. Und dann lassen wir uns ein bisschen treiben, würde ich sagen. Dann lassen wir das schön verglühen, das Ding. Das ist ein Magnetometer. Das wird soweit ausgefahren, nur damit man seine Messung nicht vom Magneteinflüssen des Gefährts beeinflusst wird in seiner Messung. Oh, wird auch ein Satz draus. Okay. Ich würde mal sagen, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir uns von unserem Batteriespeicher trennen. Wo ist er? Ich will nur in eine andere Richtung weg, also in eine gesunde Richtung. Zack. Zack. Okay, los geht's. Für uns, würde ich sagen. Und damit Retrograd. Und beten und hoffen, dass das ausreicht. Mal gucken, wie so ein Wiedereintritt mit so einem Satelliten. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Fallschirme ein bisschen heiß wird. Oder die Kiste flippt. Das könnte ich mir vorstellen. Die Dinger sind auf jeden Fall scharf. Ja, es flippt natürlich. Alles andere hätte mich jetzt auch irgendwie hart gewundert, wenn ich mal Glück hätte. Dude, 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 willst du vielleicht so rumfliegen? Nicht? Ist ja nicht so, oder? Ja, yeah, he chillt und so. Ehrlich nicht? Komm schon, benutz doch den Heatshield. Tu doch wenigstens so, als ob du den Heatshield benutzen willst. Nein. Keine gute Konstruktion, überschlägt sich einfach wild.
Holen wir uns auch gleich alle. Oh, jetzt passiert fast was. Man könnte es fast Teaching nennen. Einen kurzen Moment. Ja, 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 vielleicht hält's. Jetzt ist so Heat Shield-mäßig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Okay, cool. First try. Ah, nicht die sicherste Methode, was zurückzubringen, aber es ist ein Versuch wert. Es ist ein Versuch wert. Okay, jetzt, wenn jetzt noch die Fallschirme funktionieren, dann war das hier ein richtig guter Flug. Die LEDs haben uns geschützt. Die sogar einen Schatten werfen. What the fuck? Warum? So. Entschuldigung. Könnten Sie kurz die Fallschirme anmachen? Danke. Petspender mal wieder eintritt. Genau, ne Patsch. So sieht's aus. Ganz klassische Petspende. So, und jetzt werden wir diese leckere, gesunde Wissenschaft, die in der nächsten Folge für uns eine Menge Spaß bedeuten wird, ganz, ganz gemütlich und vorsichtig zu Boden gleiten lassen. Genau, und ich werde dann gleich mal mich auf die Suche machen nach einem schönen Raid. Vielen lieben Dank erstmal an euch alle fürs Zuschauen und für die YouTube-Zuschauer nochmal. Diese erste Folge habe ich jetzt auf YouTube gepackt, um euch darauf hinzuweisen, dass es auf Twitch eine neue Serie gibt und dass wir Colonization quasi neu gestartet haben mit der 1.7. Und wenn es euch gefallen hat, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link rüber zu meinem Twitch-Account. Da könnt ihr euch gerne noch ein Follow hinschmeißen, wenn ihr nicht eh schon da seid. Und da gibt es dann jeden Sonntag um 18 Uhr die neue Folge.